Ich glaube, wir fangen an. Wärmer wird es nicht. Hoffentlich. Das ist eine Bio-Klimaanlage. Nur so viel, wie gerade nötig ist, um es auszuhalten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung zum Thema. Eigentlich ist es eine Veranstaltungsreihe, die sich um Fragen der Netzpolitik kümmert, aber heute ist es eine klare Erweiterung der Veranstaltung mit unter dem Titel Qualitätsjournalismus, neue Ansprüche und alte Werte. Diese Veranstaltung gehört trotzdem in den Bereich digitale Gesellschaft, Netzpolitik, den wir hier betreiben, einfach weil wir diese Veranstaltung aus zwei Gründen machen. Zum einen, um unseren Reader, unser Buch zu feiern, Öffentlichkeit im Wandel, Medien, Internet und Journalismus. Und der zweite Grund ist, dass die Landesarbeitsgemeinschaft Medien der Grünen angefragt hat, ob wir nicht zum Thema Mikro. Nicht nennen. Was ist denn das für ein Staffel? Stab. Weswegen wir diese beiden Dinge, dieses Buch Öffentlichkeit im Wandel und Qualitätsjournalismus zusammengeschlossen haben, liegt einfach daran, dass wir, als wir diskutiert haben, was gehört alles in unseren Reader rein zum Thema Öffentlichkeit, das Thema Journalismus natürlich im Zentrum hatten, gleichzeitig wussten, dass wir nicht alle Themen abarbeiten können. Und deswegen ist mindestens ein Thema heute Abend einfach die Unterzeile, der Untertitel dieser Veranstaltung. Anforderungen an Ausbildung und Arbeitsbedingungen in Zeiten von Verlagskrisen, Zeitungssterben und Web 2.0. Das ist einfach ein Punkt, der ganz klar hier zu kurz kommt. Deswegen dieses Podium und als letztes, diese Veranstaltung kommt im Livestream. Die Statements und Fragen, die da aus dem Netz zu uns kommen werden, werden dann natürlich auch eine Rolle spielen hier vorn in der Debatte. Bitte, Alice. Ja, vielen Dank, Michael. Herzliches Willkommen von meiner Seite an Sie hier, die Sie bei über 30 Grad im Schatten, denke ich, hierher gekommen sind. Also das verdient wirklich ein extra Lob und extra Gruß von hier vorne und allen Gästen im Livestream, wo auch immer Sie uns zuschauen. Also vielleicht im Schatten eines Biergartens, das wäre sicher ganz toll. Wir haben als Landesarbeitsgemeinschaft uns sehr gefreut, dass wir in Kooperation mit der Böll-Stiftung im Rahmen dieser Diskussion diese Debatte um Qualitätsjournalismus in Zeiten des Internets diskutieren können, hier auch unter dem sonstigen engeren Rahmen der Netzpolitik, wie sie von der Böll-Stiftung betrieben worden ist. Dennoch muss man sagen, über Qualitätsjournalismus als solchem ist ja in den letzten Jahren eine Menge diskutiert worden. Also ziemlich auf einer Metaebene, da finden wir alle möglichen Diskurse im Internet. Auf Facebook habe ich, wenn man das Wort eingibt mit Veranstaltungen, Bilder, gibt es unzählige Veranstaltungen aus den letzten Jahren. Aber wenn man da mal reinklickt auf YouTube oder so, dann sieht man, dass sehr auf einer Metaebene diskutiert wird. Und ein klein bisschen ist ja auch dieser Reader so, den ich trotzdem unbedingt anempfehle, der ja auch aus vorangegangenen Diskursen, der
Heinrich-Böll-Stiftung entstanden ist und für Sie alle hier heute verfügbar ist. Also über, wie heißt er genau? Er hat es ja schon gesagt, Öffentlichkeit im Wandel. Und man muss sagen, also ein absolut lesenswerter Reader und wirklich ein schönes Teil. Und dass das heute erschienen ist, ist eben der Anlass, dass wir heute hier zusammensitzen und konkreter werden wollen und konkreter diskutieren. Und das, denke ich, ist wichtig, dass man das runterbricht, was Qualitätsjournalismus heutzutage ist, auf die ja, auf die Arbeits- und Produktionsbedingungen, egal ob online, im analogen Bereich oder eben wo auch immer. Also das wollen wir machen und ich begrüße Sie heute Abend recht herzlich und freue mich auf eine interessante Diskussion mit unseren Gästen. Und ich darf als erstes begrüßen, sehr herzlich, Renate Gensch. Michael hat sie schon vorgestellt. Ich verkürze jetzt alles, was man über sie findet. Gelernte Redakteurin, Betriebsratsvorsitzende im Berliner Verlag. Und das ist ja, wenn Sie ein bisschen die Zeitungsentwicklung in Berlin verfolgt haben, schon mal an sich prädestiniert zum Thema Arbeitsbedingungen und journalistische Qualität zu sprechen. Mitglied im Bundesvorstand der Deutschen Journalistinnen und Journalistenunion bei Verdi und noch jede Menge weitere Funktionen auf Landesebene. Ja, gestählt durch Betriebsratsarbeit, vor allen Dingen eben durch die Konflikte und Zusammenlegungen Berliner Zeitung, Frankfurter Rundschau, Verlagsreform etc. Zu Tarifpolitik und auch Online-Journalismus kann sie, denke ich, alle Fragen beantworten, die wirklich mit praktischem Journalismus auch zu tun haben. Ja, dann freue ich mich, dass Simone Jansson hier ist. Simone Jansson ist Autorin diverser Bücher über neue Arbeitsformen und sie ist selber freie Journalistin, Lehrbeauftragte an diversen Hochschulen, Gründerin von Berufsbilder, einem Blog über Bildung und neues Arbeiten. Also sozusagen prädestiniert auch zu der Frage, ja, was heißt eigentlich Journalismus heute, journalistisches Arbeiten? Wir werden eine Menge von ihr hören. Sie selbst ist Mitglied beim Institut für Kommunikation und soziale Medien, ICOSOM abgekürzt. Kurzfristig ist sie eingesprungen für Stefan Weichert, der leider abgesagt hat. Aber ich denke, das ist wirklich mehr als ein Ersatz. Und ich freue mich auch sehr, aus der täglichen Praxis Matthias Urbach hier zu haben. Matthias Urbach ist der Leiter von taz.de. Und wenn man auch seine Vita ein bisschen anschaut, dann sieht man, dass er ein Diplom als Physiker hat, dass er also jedenfalls steht es so in der Taz, Ökojournalist und eben Online-Chef der Taz. Er selbst schreibt, nur im Internet wird der Wert journalistischer Inhalte bislang noch als große Unbekannte gehandelt. Und so ist er selbst zitiert und wirbt für freiwilliges Bezahlen der Taz-Online-Angebote. Wir werden sicher gleich darüber sprechen, ob irgendjemand schon wirklich mal was bezahlt hat und wie viel das eigentlich ist. Also ich muss mich bekennen, ich habe schon Taz-Online gelesen und noch nie irgendwas bezahlt. Also ich, ganz schlechtes Vorbild, aber nach der Debatte heute wird sich das ja vielleicht ändern. Darüber werden wir sprechen. Ja, 1997 kam er als klassischer Journalist von der Hamburg, nehme ich an, so war es jedenfalls zu verstehen, als Hamburger, von der Hamburger Morgenpost nach Berlin und hat eben intensiv seit 2007 als eigenständiges Netzportal Taz Online aufgebaut. Ja, noch einen ganz kurzen Satz zu mir. Mein Name ist Alice Ströwer. Ich war 16 Jahre Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und dort Medien- und kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, habe mich dann nicht in den Ruhestand begeben, aber nicht mehr fürs Abgeordnetenhaus kandidiert im letzten Jahr und ja, kann jetzt ganz frei agieren und bin aber immer noch Mitglied und gerne Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Medien von Bündnis 90 Die Grünen, was damit zusammenhängt, dass ich seit einem Jahr Mitglied im Rundfunkrat des RBB bin. Auch darüber könnte man zur Frage Qualitätsjournalismus eine Menge sagen. Vielleicht werde ich aus meiner Erfahrung in diesem Bereich das eine oder andere beistreuen. Ja, wie gesagt, die Idee für diese Veranstaltung stammt von der LAG und ich freue mich, dass auch
viele da Kollegen heute hier sind. Ja, also ich habe gesagt, wir wollen uns über die konkreten Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen für einen Journalisten kümmern und der Frage nachgehen, welche Rahmenbedingungen für die Erfüllung journalistischer Qualitätsstandards notwendig sind. Und ich würde gerne eine Einstiegsfrage stellen und die beginne ich mit einer kleinen Anekdote. Ganz privat. Mein Mann ist ein Kleinunternehmer im Taxigewerbe und er hat mir ungefähr vor 3 Monaten erzählt, er habe im Taxi 2 Manager vom Flughafen Berlin-Brandenburg gehabt und die haben sich darüber unterhalten, dass es undenkbar sei, dass der Flughafen BER am 3. Juni eröffnen würde. Das hat er mir abends dann so, wie man sich so austauscht, erzählt. Und ich dachte mir, naja, rufst du jetzt zum Beispiel Stefan Gelper, der da hinten sitzt, mal an und sagst ihm, hör mal, als grüner Abgeordneter, kümmere dich mal drum, da läuft irgendwas ganz verheerend schief. Dann dachte ich aber, nein, du bist ja jetzt nicht mehr politisch in dieser Form aktiv und schon gar nicht in Verkehrspolitik. Und dann dachte ich mir, na gut, wird wohl nicht stimmen, die haben sich darüber unterhalten. Und es ist wirklich jetzt eine ernsthafte Frage an Sie drei. Was ist eigentlich der Grund, dass kein Blogger, kein Online-Redakteur, kein Print-Redakteur, kein Öffentlich-Rechtler, kein niemand recherchiert hat und rausgefunden hat, dass am 3. Juni dieser Flughafen BER nicht eröffnet wird? So, wer fängt an? Ich sage jetzt mal gleich ganz gemein, ja, weil Ihr Mann natürlich die Info nicht weitergegeben hat, weil wir leben doch von Informanten als Journalisten, könnte ich jetzt auch sagen. Und auch wenn Sie jetzt sozusagen nicht mehr Mitglied des Abgeordnetenhauses sind, so ist das natürlich ganz wichtig, wenn einen Leute anrufen und zu einem Journalisten Vertrauen haben, dass sie ihm auch etwas stecken. Denn meistens ist an solchen Gesprächen immer was dran. Selber erlebt, sag ich mal, zahlreich auch im eigenen Verlag, wenn Manager im Fahrstuhl fahren und nicht wissen, wer da drin steht. Ja, aber trotzdem haben Sie natürlich recht. Ich finde das auch sehr bedenklich. Wir haben in Berlin das größte Angebot an Zeitungen, was es überhaupt in Deutschland gibt. Und keiner hat diese Geschichte aufgegriffen oder hat sich zumindest damit beschäftigt. Und damit geht es dann nämlich schon wieder los. Recherche in die Tiefe, Gespräche, Informationen. Wer hat Zeit dazu? Da frage ich mich natürlich auch. Ich werde mal meine Kollegen aus der Lokalredaktion, aber auch aus der Redaktionsgemeinschaft fragen, unserer neuen aus FR und Berliner Zeitung, warum da nichts recherchiert worden ist. Ja, ich wollte erstmal mich bedanken für die nette Einführung und sagen, ich habe hier so ein knisterndes Zehnerpack mit so Emser-Pastillen und ich hoffe, das wird mir helfen, nicht irgendwann sinnlos rumzuhusten. Das könnte aber trotzdem passieren und ich bitte Sie dann nicht in Schreckstarre zu verfallen, sondern einfach abzuwarten, bis ich fertig bin und ich werde versuchen, das Mikrofon weit wegzuhalten. Ich bin ein klein bisschen noch angeschlagen. Zu dieser Frage, ehrlich gesagt, ich bezweifle den Erkenntnisgewinn, das 2 Tage früher zu wissen. Unabhängig davon wäre es natürlich schön gewesen und auch wir hätten es gebracht, wenn wir es zuerst gehabt hätten. Sowas kriegt man mit oder nicht. In diesem Fall wahrscheinlich eher aus Glücksfall. Ich weiß gar nicht, ob da eine tiefgehende Recherche geholfen hätte. Vielleicht schon. Mich erinnert das an eine andere Sache, die ich finde, und damit komme ich vielleicht schon ein bisschen näher ans Thema ran, die sich wirklich stark verändert hat. Mit den neuen Medien, vor allem mit dem Internet und was im Online-Journalismus anders funktioniert. Sie werden bei jedem Artikel, den Sie schreiben, immer einen Leser haben oder eine Leserin, die einen Kommentar schreibt und die es besser weiß als Sie. Und das war immer schon so. Das hat nur keiner gemerkt. Ja? Und jetzt haben Sie plötzlich diese unmittelbare Korrekturfunktion. Und das ist für mich ein Punkt, eine Ressource, die noch nicht genügend geborgen wird und ist für mich ein enormer Qualitätssprung im Journalismus, den wir dem neuen Medium Internet verdanken. Und ich würde gerne gleich, damit wir hier gleich ein bisschen Spaß haben bei der Diskussion, auch was zum Wort Qualitätsjournalismus sagen. Für mich ist das ein Kampfbegriff und ich benutze ihn gar nicht gerne, weil ich finde, dass das so ein Kampfbegriff, der, sag ich mal, der
bisher unter guten, sehr guten Bedingungen in Printmedien arbeitenden Journalisten ist, um sich gegen das Neue, gegen das Internet abzugrenzen. Und ich bin in sehr vielen Diskussionen gewesen in den letzten Jahren sozusagen immer, wenn man drüber geredet hat, was ändert sich, was für eine Stellung haben Blogger, Klammer auf, das sind eigentlich auch sozusagen, das ist in gewisser Weise, dass Leute, die auf dem Weg sind, oft Journalisten zu werden und wie früher auch schon. Ja, also man fängt das von der Pike auf Gelernte, das ist der ursprüngliche Zugang zum Journalismus, der galt mal als Qualitätskriterium, das von der Pike auf gelernt zu haben. Jetzt, wenn dann plötzlich Leute kommen von quer und sich als Blogger betätigen, war das plötzlich irgendwie ein Problem. Ja, was nur daran lag, dass wir im Laufe der Jahrzehnte inzwischen einen Verschulungsgrad im Journalismus erreicht haben, für den man sich wahrscheinlich vor 30 Jahren noch geschämt hätte. Also einfach um diese Diskussion, um dieses Ding gleich mal so ein bisschen gerade zu sehen aus meiner Perspektive. Ich glaube, dass Qualitätsjournalismus weiterhin möglich ist. Ich glaube aber auch, dass er bedroht ist, nicht durch das neue Medium, sondern durch zwei Dinge. Erstens den ökonomischen Druck auf die Verlage. Es ist ganz klar, dass wir in 20 Jahren wahrscheinlich nur noch halb so viel Printpublikationen haben, wenn nicht noch weniger. Und auch die Medien dahinter, egal auf welchem Vertriebsweg, aber die Medien insgesamt, die dahinter stehen, die Verlage, die werden eingehen, die werden nicht mehr nachgefragt. Und wir haben unter anderem, weil sie ihr Geschäftsmodell verlieren, weil sie alle angewiesen sind auf so einer Mischkalkulation aus Lokalem und Überregionalem. Und das Überregionale werden ihnen andere abnehmen, die es besser, schneller und toller machen und im Zweifel auch umsonst. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund, das sind die verdammten Leser und Leserinnen. Denen ist nämlich das, was sie lesen, die wahre Journalismus, nichts wert. Die sind nicht bereit, für Journalismus zu zahlen, was er kostet. Die sind es auch nicht gewohnt, weil die Werbefinanzierung beziehungsweise die Zwangsfinanzierung über die GEZ, sozusagen, das ist den Leuten in Fleisch und Blut übergegangen und sie glauben tatsächlich, sie könnten so eine Zeitung wie die Süddeutsche für knapp 2 Euro bekommen. Und das ist eben eigentlich nicht so, das geht nur, weil da jede Menge Werbung drin ist. Und diese Werbung wiederum, und das ist jetzt der letzte Punkt, bevor ich das hier zu viel reinschmeiße, gleich am Anfang, die Werbung geht gerade verloren an ganz neue Werbeträger. Und zwar zu einem nicht unbeträchtlichen Teil, teilweise ist sie schon verloren, das ganze Kleinanzeigengeschäft ist ja schon längst weg zu Internet-Startups. Und dasselbe gilt für einen Großteil der normalen Display-Werbung. Und ich glaube, wir werden in so eine Situation kommen, dass wahrscheinlich schon in 5 Jahren so die klassischen Medien nur noch so die großen Image-Kampagnen abbekommen. Und ansonsten läuft der Rest bei Google, Facebook und was auch immer noch da aus dem Boden gekommen ist. Ich würde gerne noch was zu sagen. Sie haben eben so schön gesagt, Blogger sind die Leute auf dem Weg zum Journalisten. Also ich sehe das genau umgekehrt, aber mir war es umgekehrt. Also ich war eher im Journalismus und bin dann zum Blogger geworden, eben genau wegen der Einbeziehung des Lesers. Das Beispiel, was Sie eben gesagt haben, dass man direkt mit dem Leser, dass die Leser es besser wissen, das hat sich für mich, für meinen Blog auch als großer Vorteil erwiesen. Bei einem bestimmten Thema, das war Fachkräftemangel, haben die Leute plötzlich angefangen, auch meine Arbeit zu kritisieren. Und ich habe dadurch gemerkt, wie wichtig ist es, den Leser einzubeziehen, auch vielleicht seine Perspektive zu ändern und mit den Lesern zu diskutieren, auch über ein halbes Jahr, monatelang hinweg, sodass sich jetzt eigentlich auch eine Initiative zu dem Thema gegründet hat, was meine Leser kritisiert hatten, nämlich dass diese These mit dem Fachkräftemangel gar nicht so stimmen kann. Ich will das jetzt gar nicht so weit ausführen, aber ich fand das unheimlich spannend, an dieser Geschichte festzustellen, wie wichtig der Einfluss des Lesers ist. Und das wird mir im klassischen Journalismus, auch als freie Journalistin, immer noch zu wenig berücksichtigt. Und dass ich im Blog einfach viel mehr Möglichkeiten habe, darauf einzugehen und mit den Lesern viel direkter zu kommunizieren. Das war für mich wichtig. Und um nochmal zu dem eingehenden anfangs genannten Beispiel zurückzukommen, also ich glaube auch, dass das keiner aufgegriffen hat, liegt an der ökonomischen Situation, die in vielen Verlagshäusern herrscht, wo es einfach nur noch darum geht, irgendwelche Klickzahlen zu erfüllen im Online-Bereich, um irgendwelche Werbeeinnahmen zu generieren und dass dann irgendwelche Beiträge mal eben schnell unrecherchiert reingeworfen werden. Also das ist das, was ich als Freie auch von Redakteuren oft mitbekommen habe. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich mehr und mehr aus dem klassischen Journalismus zurückziehe und warum ich jedes Mal froh bin, dass ich keine Redakteursstelle habe, wenn ich mir das so anschaue. Trotzdem finde ich
dass Sie sich ein bisschen gedrückt haben um meine Frage, weil ich denke schon, wenn wir über Qualität sprechen, dann gehört ja investigativer Journalismus als Kriterium, glaube ich, dazu. Vielleicht sind Sie anderer Meinung, aber dann gehört dazu, Recherche zu betreiben, etwas aufzudecken und so weiter. Und jetzt glaube ich nicht, dass dieses Gespräch zwischen den zwei Flughafenmanagern sowas Geheimes war, dass man nicht hätte, wenn man Journalist gewesen wäre, nicht nur über den Umweg des Mithörens, sondern als aktive Recherche das sich herausbekommen hätte. Und ist diese Art von investigativen Journalismus, egal ob im klassischen Printbereich, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im Online-Bereich, bei Bloggern oder so, ist das überhaupt noch sozusagen ein journalistischer Ethos oder existiert das gar nicht mehr? Wer auch immer. Ich fühle mich angesprochen. Natürlich ist das ein wichtiger Bestandteil, aber ich finde, das ist so ein. Es ist jetzt schwer an so einem konkreten Beispiel das so zu besprechen. Ich würde, wenn ich in meiner Redaktion Leute auf Themen setze, wo ich Leute wirklich für freistelle, dann würde ich das jedenfalls nicht für BER machen. Das wäre bei der Taz einfach nicht, dafür ist das Thema für uns nicht wichtig genug. Das Ganze, ganz im Ernst, das ist einfach nicht wichtig für uns. Ich würde die Leute auf andere Themen setzen. Wir haben natürlich auch so den einen oder anderen Scoop gehabt, jetzt hier auch auf Berlin bezogen, zum Beispiel die Wasserverträge, die wir veröffentlicht hatten, während dann die Politik noch drum gestritten hat, ob man die veröffentlichen muss und während die Volksabstimmung in Vorbereitung war. Und na klar, sind das Dinge, die entstehen dadurch, dass Kollegen Zeit haben zu investieren, oder sie entstehen dadurch, dass Kollegen lange an Themen dranbleiben und immer wieder und dadurch sich ein Netzwerk aufbauen und dadurch was erfahren. Oder man kommt ganz zufällig dazu, indem man halt jemand das Thema steckt. Und dazu wiederum muss man so ein bestimmtes Renommee aufbauen, damit die Leute zu einem kommen und nicht woanders hingehen. So. Und das ist sicherlich nach wie vor ein wichtiges Qualitätskriterium. Aber wir müssen uns auch da, glaube ich, auch ehrlich sein, dass das eine Art von Arbeit ist, die in Deutschland wirklich im großen Stil nur wenige Medien sich leisten können, auch bisher schon nur sich wenige Medien leisten konnten. Und ich würde da jetzt auch ganz ehrlich an erster Stelle nicht die Taz nennen. Also wir haben da auch schon so ein paar Felder, wo wir das hinkriegen, aber man würde natürlich zuerst an die Süddeutsche oder an den Spiegel denken. Und warum? Weil das Publikationen sind mit einem sehr großen Etat und einem sehr großen Team. Ja, ich meine, die beschäftigen mehrere hundert Journalisten jeweils. Ja, also beide etwa so deutlich, ungefähr so Faktor 4 bis Faktor 5 mehr als die Taz an Redakteuren beschäftigt. Und dann kann man natürlich auch anders die Leute einsetzen und auch anders planen. Und das ist natürlich eine Situation, die wir gerne auch anders hätten und wo wir uns auch immer wieder überlegen, wie wir an Feldern, die für uns wichtig sind, dann Kollegen so konzentrieren können. Aber ich sag mal, so in die Breite kriegen wir das nicht hin. Ja, ich möchte in ein paar Punkten Ihnen widersprechen, lieber Kollege. Also das althergebrachte, also sozusagen so eine alten Tanten wie ich oder alte Säcke, jetzt die Verfechter des Qualitätsjournalismus und dass das was althergebrachtes ist, das halte ich für ganz großen Quatsch. Sondern es gibt ja Initiativen auch zur Qualitätsverbesserung, eben auch zum Erhalt, weil genau das nämlich das Thema ist, nämlich die Arbeitsbedingungen zum einen und natürlich auch der enorme Druck, weil immer mehr Festangestellte rausgehen, Freie für ein Apfel und ein Ei beschäftigt werden, die gar keine Zeit haben, sag ich mal, sich tagelang, wochenlang, monatelang für vielleicht dann Zeit ein Honorar von, wenn sie Glück haben, 1 Euro irgendwas zu beschäftigen oder für eine Recherche. Also ich weiß ja so einige Zahlen, zum Beispiel für eine Doppelseite im Kurier 250 Euro kriegen, ja, mit Fotos glaube ich 350, aber das sind alles so Sachen, das ist irgendwie dann auch nicht mehr machbar. Das ist brutto, ja. Und wenn ich sehe, wie die Leute bezahlt werden, ob das Praktikanten sind, es fängt ja schon bei den Praktikanten an, die werden ganz oft in den Medienverlagen nicht bezahlt, sondern als billige Arbeitskräfte genommen. Und das andere ist dann die Onliner, die zum großen Teil auch schlechter bezahlt werden als die normalen Redakteure. Warum denn eigentlich?
Sie sind, wenn Sie angestellt sind, sind Sie genauso Redakteure wie der Printredakteur. Das ist doch totales dummes Zeug. Also es hängt doch auch davon ab, kann ich davon leben? Und wenn ich mal schaue, in den letzten 10 Jahren sind etwa über 1000 Redakteurstellen abgebaut worden. Wir sind jetzt noch ungefähr 14.000 Redakteure. Nee, 1000 Redakteurstellen wäre ja toll. Nein, bundesweit natürlich, Tageszeitungsredakteure. 1000 Stellen das beste Beispiel ist die Watz-Gruppe. Ja, von 900 Redakteuren sind 330 abgesägt worden, zwar mit sozialverträglichem Blablabla, also, aber die Leute, die jetzt da noch sind, die arbeiten sich in Wolf und arbeiten unter solchen harten Bedingungen mit Überstunden und was nicht allem und sollen dann noch Storytelling jetzt machen, weil man jetzt plötzlich die Rolle rückwärts macht. Vorher hat man alles Mögliche zusammengelegt, ein großes Content-Desk gemacht und die ganzen Geschichten sind da nicht rausgekommen. Ne? Also die Geschichten zum Beispiel zum Flughafen. Da sitzen 80 Redakteure, die hätten ja auch irgendwas da recherchieren können. Oder bei uns sind es auch 30 Leute, die in dieser Redaktionsgemeinschaft sitzen. Und es werden immer mehr, aber inzwischen verwässert das alles. Dort werden alle Leute untergebracht, weil man Tarifflucht begehen will, weil man nämlich den Tarifvertrag, den wir im Berliner Verlag für Berliner Zeitung und Berliner Kurier noch haben, den nicht mehr bezahlen will, sondern weil man Leute schlechter bezahlen will. Es gibt die in Anführungsstrichen sogenannten Edelfedern, die kriegen natürlich noch immer gut bezahlt und auch über Tarif, aber der Rest ist doch unter so einem ökonomischen Druck. Ich erlebe das doch auch immer wieder, wenn wir bei uns Verdi Medientreffs so jeden Monat haben, haben wir auch immer mal so Service-Themen und dann geht es doch da genau darum, wenn die Leute sich noch nicht mal mehr eine Krankenversicherung leisten können, obwohl es ja eine Pflichtversicherung angeblich gibt, da hört es dann doch auf. Und von 1.500 Euro brutto Miete, Auto, Computer, Photoshop und was nicht alles noch zu bezahlen, weiß ich nicht, wie das dann immer gehen soll. Und genau das ist das Thema, dass man nämlich Qualität auch eben nur dadurch erreicht, dass man gut bezahlt. Und unser lieber Verleger, bei dem ich hier angehöre, Alfred Neve-Dumont, gibt sich und seinen Verlegerkollegen in der Rheinzeitung gute Ratschläge anlässlich seines Geburtstages und sagt, investiert in die Qualität eurer Blätter, denn Qualität ist das Einzige, was letztendlich zählt. Ja, und genau das machen die Verleger eben nicht, sondern nachdem man erst die Verlagsangestellten geschröpft hat und alles Mögliche ausgelagert hat, sind jetzt die Redakteure dran. Das haben wir im letzten Streik, letztes Jahr nochmal wieder erlebt, wo es ganz massiv darum ging, jungen Kollegen Geld wegzunehmen. Und zwar die schlechter zu bezahlen, nochmal eine Zweiklassengesellschaft zu machen. Und die alten Kollegen und auch die Jungen, aber die alten Kollegen sind deshalb aufgestanden und haben gesagt, das kann ja wohl nicht angehen, dass die jetzt auch noch schlechter bezahlt werden, weil die natürlich dann auch immer mehr unter Druck geraten. Und es ist, gehört natürlich auch, wie man immer sagt, zu einer guten Bezahlung, dass man auch eine gewisse Unabhängigkeit logischerweise durch eine gute Bezahlung hat. Und nicht, weil Anzeigenkunden einen drängeln oder weil jetzt Lidl sagt, ich mache da keine Anzeige mehr, weil du hast was Böses über uns geschrieben. Das ist das Thema. Die Verlage haben natürlich ein Problem mit Anzeigen. Da müssen wir ja gar nicht drum rumreden. Aber es ist trotzdem so, dass viel eben auch verpennt worden ist von den Verlegern in den letzten 20 Jahren, nämlich seitdem es das Internet gibt. Aber ich würde gerne da nochmal aus dem RBB, wie ich das so erlebe, berichten, weil ich da sehe, dass massiv Planstellen abgestellt, zusammengeschmolzen worden sind. Gar keine Frage. Und dass es eher die Freien sind, die die eigentliche Recherchearbeit noch machen. Also das sind die, die unter hohem Maß an Selbstausbeutung, die sind die eben nicht nur bestenfalls online die Dinge zusammen recherchieren, sondern eben tatsächlich rausgehen vor Ort recherchieren, machen, für kleines Geld die Dinge zusammentragen. Umgekehrt sehe ich natürlich auch, dass im RBB immer mehr Funktionen, die eigentlich nicht Redaktions- oder Redakteursaufgabe sind im technischen Bereich und Selbstfahrstudios und, eben natürlich auch diese Arbeit verdichten und da sicher Probleme bringen. Trotzdem frage ich, ist das auch, also
ist eigentlich Qualitätsjournalismus als Kampfbegriff, haben Sie gesagt, aber ist einfach auch durch das Internetzeitalter ganz allgemein, ist da einfach, wo jeder im Grunde seine eigenen News produzieren kann, ist der journalistische Beruf oder ist das journalistische Selbstbild, hat sich das sehr verändert, dass man sozusagen diesen Qualitätsanspruch gar nicht mehr so an sich stellt? Also ich würde sagen, es ist eigentlich umgekehrt, nämlich man muss eigentlich mehr Qualität liefern, weil, wir haben vorhin gesagt, die Leser haben heute viel mehr Ahnung, sie diskutieren einfach viel mehr, nur ich glaube auch, dass die Verlage das einfach irgendwie häufig verpeilen und gerne Billigsachen, Dumpingsachen produzieren, weil sie denken, dass das ja auch irgendwie geht oder weil sie glauben, das mögen die Leute oder weil sie auch ihre Leser oft unterschätzen. Also den Eindruck hatte ich auch, es wird halt immer so schön gesagt, die Leute mögen dann irgendwie Bilderklickstrecken und deswegen reicht das ja. Und ich merke das auch beim Blog, wenn ich dann vernünftige Beiträge schreibe, dann kriege ich eben mehr Zuspruch. Das ist einfach so. Und dann ist auch Qualitätsjournalismus kein Goodie mehr, was man eben machen sollte, sondern einfach was man machen muss aus ökonomischer Notwendigkeit. Und wenn sich das einmal in den Köpfen durchgesetzt hat, dann habe ich die Hoffnung, dass sich auch was ändert. Also ich glaube, es geht jetzt sehr viel durcheinander, ne? Das ist halt relativ schwierig, also weil natürlich gibt es Verlage, die ganz grauenhaft wirtschaften, es gibt Managerversagen, es gibt auch sehr unangenehmen und unfairen Umgang mit Mitarbeitern. Es gibt auf der anderen Seite natürlich auch Verlage, die einfach, geht es nicht? Können Sie vielleicht die Entwicklung im Einzelnen ein bisschen nachzeichnen aus Ihrer Sicht, wie es sich im Printbereich so vollzogen hat. Vielleicht können Sie auch was sagen zu den klassischen großen Medien, wenn Sie also Spiegel oder Zeit, also die ja sich explizit auf Qualitätsjournalismus hin fokussieren oder eben, also wie sich das einfach entwickelt hat, die Arbeitsbedingungen jeweils. Das ist jetzt eine sehr große Frage. Also ich wollte es gerade wieder ein bisschen handhabbarer machen, weil... Also erstmal bin ich nicht der Meinung, dass wir da schon am Ende von der Entwicklung sind und schon an so einem Punkt sind, wo man gut Resümee ziehen kann, sondern wir sind eigentlich noch mittendrin. Und mir geht es nur darum, ich finde es ist wichtig, dass man diese Sachen nicht alle zusammenschmeißt, weil man einfach erstmal feststellen muss, es gibt einen mörderischen ökonomischen Druck. Und das ist doch klar, dass den auch die Angestellten im Journalismus spüren. Ja. Und ich meine, ehrlich gesagt, ich als jemand, der bei der Taz arbeitet, habe zu diesen ganzen über- untertariflich Bezahlkisten und so nochmal eine ganz andere Haltung, ja. Weil die Taz. Aber früher warst du bei der Morgenpost. Ja, ich war auch ein halbes Jahr bei der Morgenpost und dann bin ich zur Taz gegangen. Und da bin ich jetzt 15 Jahre. Ich glaube, es ist ein Statement, oder? Und bei der Hamburger Morgenpost habe ich übertariflich verdient und bei der Taz verdiene ich nicht annähernd tariflich. Wie niemand in der Taz. Und das ist okay, weil es uns nur gibt, weil wir so verdienen. Und wir haben ja sozusagen für unsere Verhältnisse mit der Zeit den Lohn aufgebaut. Also die Kollegen bei der Taz verdienen mehr, als sie früher verdient haben. Aber letztendlich ist es so, die Taz hätte es nie gegeben, ohne diesen Einsatz der Mitarbeiter, die das machen. Und das ist das Problem, wenn sie in einem... Bitte? Und der Genossen, die da einzahlen, die ihre nämlich ihren Anteil da bezahlen. Ja, haben Sie die erfunden, die Genossenschaft, oder wie? Ja, na klar. Also das ist sozusagen, erstmal ist es so, dass die Grundvoraussetzung dafür, dass so ein Laden wie die Taz funktioniert, ist, dass da die Kollegen allesamt deutlich untertariflich finanziert arbeiten, aus Idealismus, weil sie daran glauben, dass man für Meinungsvielfalt sich einsetzen muss und dass man dafür Geschichten recherchieren will und dass man dafür dieses Produkt machen will. Das war halt 1979, war das die erste Tageszeitungsgründung, seitdem die Besatzungsmächte die Lizenzen verteilt haben. Ja? Und ich sage mal, wenn wir uns heute gründen würden, dann würden wir uns wahrscheinlich als ein Autorenkollektiv, als ein gemeinschaftliches Blog gründen. So würde das heute laufen. Und es gibt uns nur deswegen, weil wir bereit sind, auf sozusagen Teil der ganzen Annehmlichkeiten, die mit einer normalen großen Verlagsanstellung verbunden wären, verzichten. So. Und das ist von Anfang an eine Entscheidung gewesen für sozusagen so ein politisches, gesellschaftliches Medienengagement und gegen das andere. Und deswegen und wir kämpfen seit Jahren immer wieder ums Überleben, ja, so sehr, dass man sich schon fast dran gewöhnt hat, dass wir uns inzwischen ja schon fast für unkaputt behalten. Und uns geht es momentan in der Medienkrise auch deswegen so gut, weil wir nie von den konventionellen Wegen, also vor allem von Anzeigenerlösen in dem Umfang abhängig waren wie andere. So, das heißt, und wir haben uns tatsächlich diese Genossenschaft aufgebaut.
gebaut, wo uns Leute unterstützen, weil sie an das Projekt Herz glauben und sagen, dafür wollen sie Geld investieren, dass wir das weitermachen können. Ja, aber der Hauptverzicht und das Hauptengagement liegt bei den Gehältern. Ich habe das jetzt nicht ausgerechnet, aber das ist enorm. So. Und deswegen, ich finde, es ist schwer, denn, also alles über einen Kamm zu scheren, auch beim RBB. Ich meine, das ist doch großes Kino. Da werden doch große Gehälter gezahlt, super abgesicherte Jobs. Und das Problem für Neuzugänge beim RBB ist doch eher, dass diejenigen, die in den abgesicherten Jobs sind, sozusagen sich, sozusagen denen das Ganze nach unten verstopfen und die ganzen Freien, die nachrücken, die Arbeit machen lassen und ansonsten weghalten von den Positionen. Also das ist wieder ein ganz anderes Problem, was man mit den normalen Verlagen, finde ich, nicht vermischen sollte. So. Und wenn wir jetzt sozusagen uns die Frage stellen, wo führt die Entwicklung hin? Ich finde, ein schönes Beispiel ist der Spiegel. Der Spiegel hat eine unheimlich gute Position, auf diesen Medienwandel zu reagieren, weil der eine perfekte, weil das eigentlich ein perfektes Team ist, sozusagen einerseits ein Wochenmagazin zu machen, eine starke Marke zu haben, investigativen Journalismus zu haben und auf der anderen Seite dann ins Internet zu gehen und da sozusagen eher ein komplementäres Angebot zu machen. Die Zeitungen haben alle das Problem, dass sie im Internet mehr oder weniger dasselbe machen müssen, wie das, was sie vorher gemacht haben mit Print. Und das konkurriert irgendwie so ein bisschen. Bei einem Wochennachrichtenmagazin, da ergänzt sich das. Da haben sie plötzlich zwei Kanäle, auf denen sie gegenseitig die Marke spielen und für die jeweils andere Seite Werbung machen. Der Spiegel Online ist ja kein investigatives Medium, sondern da geht es um Tempo. Nicht? Also Spiegel Online ist auf Tempo optimiert und man muss sich einfach klar sein, dass es auch das ist, was die Leser wollen. Die wollen Tempo. Wenn sie eine Geschichte 3 Stunden später bringen, werden sie feststellen, dass sie nur noch halb so viel Leser haben. Und die Leute gehen deswegen zu Spiegel Online, die haben unglaublich viel investiert darin, das Redaktionssystem, die Struktur der Truppe dort, auch das ganze Management dieser Website auf Geschwindigkeit zu bringen. Und jetzt sieht man, jetzt geht so eine Diskussion los, wo gerade wieder im Magazin so ein bisschen das, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, so wieder ein bisschen das Gefühl ist, der Januar war ein sehr schlechter Monat im Einzelverkauf und in der Auflagenentwicklung beim Spiegelprint. Und jetzt fangen sie wieder an, sich darüber zu unterhalten, wie ist eigentlich das Spannungsverhältnis zwischen Online und Print. Ganz lange hat man das sozusagen ignoriert, dann hat man es belächelt, dann kam die erste Kannibalisierungsdiskussion. Aktuell ist so der Tenor, die machen die Marke Spiegel kaputt, weil die irgendwas machen, was wir im Magazin sagen, denn die Magazinleute ja viel besser können. Und deswegen sollen die jetzt auch Geld verlangen und irgendwie was anderes machen. Das ist so eine Diskussion, die da gerade sehr intern läuft, die draußen keiner versteht, weil eigentlich die Leute, die das nutzen, total glücklich sind damit. Und ich finde sozusagen, und an dem Spiegel kann man relativ exemplarisch sehen, wie das Internet so eine Veränderung da reinbringt, was Neues bringt und dass sich das mit dem Alten ergänzen kann. Aber natürlich, und das ist immer so bei Innovationen, es gibt immer Innovationsverlierer und es ist einfach so, es ist Fakt, der Innovationsverlierer des Internets, das sind die Zeitungen. Das muss man einfach ganz nüchtern sagen. Und es wird in ein paar Jahren nur noch halb so viel geben. Das ist leider so. 95%. Das ist für viele Leute ziemlich traurig, aber es ist nicht zu vermeiden. Und ich glaube auch, dass es keinen Sinn macht, sich da so an alten Strukturen festzuhalten und zu glauben, man könne das jetzt irgendwie aufhalten, indem man irgendwie irgendjemand in so seinen Dukatenesel hat oder irgendeine magische Nummer und da noch irgendwie, also deswegen ist diese Qualitätsjournalismusdebatte total abstrakt. Das ist so ein Wolkenkuckucksheim. Es geht aber in Wirklichkeit um das Überleben dieser Publikation. 95% bis 98% der Einnahmen aller Verlag, also aller Tageszeitungen oder findet immer noch über Printbereich statt, ja, über Abos und verkaufte Anzeigen. Da verändert sich was, aber online, da habe ich jetzt noch nicht die großen tollen Modelle, auch nicht bei der Taz mit freiwilligen Bezahlen oder bei irgendjemand anders. Und nur eine kleine Nebenbemerkung. Ich habe oft mit dem Betriebsrat der Taz zu tun. Da höre ich immer anderes, also dass alle so zufrieden sind mit der tollen, mit der niedrigeren Bezahlung. Ich weiß, dass das ist doch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist ein klarer Deal. Man kriegt das eine nur, wenn man das andere macht. Ja, und es ist natürlich total idiotisch, irgendwie in die Taz zu kommen und dann zu sagen, ist ja toller Laden hier, aber jetzt möchte ich Tarifgehalt bekommen. Ich meine, das ist doch idiotisch. Das wird auch keiner tun. Und das andere, was Sie gesagt haben, bei der Taz sind das momentan 87% der Erlöse, die aus dem Verkauf der Zeitung kommen. Das nützt Ihnen aber nichts, da können Sie nichts von kaufen. Weil einfach, das kann ich Ihnen ganz klar sagen, die Leserschaft der Zeitung ist im Durchschnitt 55. Bei der Taz, nur als Beispiel, da kenne ich mich am besten aus. So, unsere Leserschaft online ist 37, ja, auch schon alt genug. So, und da können Sie sehen, irgendwie, wie lange das noch trägt, Ihre 87%. Ja, die gehen, das ist nämlich, ich bin seit 15 Jahren bei der Taz, als ich angefangen habe, war das Durchschnittsalter der Zeitungsleser 41. So, das ist also ungefähr mit meinem Werdegang mitgealtert.
Und da können Sie sich also genau ausrechnen, wie lange Sie diese 95% Erlöse für Zeitungen noch kriegen. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es wegbröckelt. Und dann passieren plötzlich so auch verstärkende Rückkopplungen im System. Dann werden Sie nämlich feststellen, dass erstens die Leute merken, dass sie es, dass zum Beispiel die Nachrichtenagentur nicht mehr in der Lage sind, normal zu arbeiten, weil ihnen nämlich auch die Kunden wegsterben, die ganzen Zeitungen. Sie werden dann merken, dass es bestimmte große Player gibt, die plötzlich ganz viel Traffic auf sich ziehen und ganz viel Angebot haben und dass die Zeitung das kaputt macht. Und das wird vielleicht, deswegen wird es schneller gehen, als es jetzt aussieht. Kurz nochmal zur Beschreibung. Was macht denn beispielsweise in der Taz oder in der Berliner Zeitung oder da, wo Sie früher gearbeitet haben, Frau Janssen, der Unterschied aus zwischen dem, was im klassischen Printbereich kommuniziert wird und dem, was online ist? Was, also Sie haben gesagt, die Schnelligkeit ist ein Faktor, aber ist es auch die geringere Recherchezeit und ist das Schnelle auch das Gute? Das würde ich als erstes nochmal diskutieren. Und dann würde ich gerne die Frage diskutieren, die Sie ansprechen. Also schaffen sich die Printmedien selber ab oder müssen sie sich sozusagen abschaffen, indem sie ihre Qualität online so hochschrauben, dass einfach gar kein Bedarf mehr nach den klassischen papierenden Medien besteht. Aber vielleicht eins am anderen. Also ich finde, leider wird in Online immer noch viel zu häufig das gemacht, was eben in Print auch gemacht wird, wo man viel mehr machen könnte. Also Stichwort Datenjournalismus, man könnte viel mehr kuratieren, man könnte interaktiv arbeiten, viel mehr multimedial machen. Und das liegt auch daran, dass irgendwie die Verlage immer noch an ihren alten Geschäftsmodellen, auch gerade an der Werbung kleben und an den Anzeigenkunden und dass irgendwie keine neuen Ideen haben fürs Internet. Und da finde ich die Taz eigentlich gar nicht so schlecht mit ihrem Genossenschaftsmodell und auch mit diesem Modell, mit dem sie jetzt versuchen, diese Berlin-Folgen zu crowdfunden, dass sie neue Wege gehen, diese Community, die es im Internet eben gibt häufig, für bestimmte Themen zu nutzen, um da Themen zu finanzieren. Und das machen eigentlich andere Verlage nicht, sondern da wird einfach versucht, das alte Geschäftsmodell auf das Internet aufzustülpen. Und das kann nicht funktionieren. Tja, also ich bin überhaupt nicht gegen das Internet, sondern ich prügel meine Verlagskollegen, eigentlich immer Geschäftsführer dazu, das zu tun, weil das wichtig ist, beides zu tun. Aber das Problem ist für uns doch ganz eindeutig, wie viele Leute machen online? Ja, da hapert es, sag ich mal, auch an der Weiterbildung, Ausbildung der Journalisten. Ja, dann werden Leute billig eingekauft, ja, junge Kolleginnen und Kollegen, nach dem Motto, die können das ja besser. Alle müssen eine Affinität für beides haben. Und ich glaube, dass sich die Zeitungen auch überleben können, wenn sich etwas ändert, nämlich wenn Hintergrundberichte, also die Zeitungsjournalisten sich auch ändern oder die Zeitschriftenjournalisten. Eben mehr Hintergrundgeschichten, längere Geschichten, ja, zu bringen. Also mehr zum Themen, also einen Mehrwert machen. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass zum Beispiel solche Kombimodelle mit dem Internet funktionieren könnten. Aber wie gesagt, das ist halt alles immer noch, wenn man sich die meisten Verlagsseiten anguckt, sind die langweilig, die Internetseiten, stinkend langweilig, ja. Das ist einfach so. Und dann ist natürlich immer das Problem, vor 20 Jahren, als es, oder 15 Jahren, 20 Jahren, wo das Internet, wo es losging, haben alle gesagt, huch, hier kommt das Internet, die Verlage, dann geben wir mal den Inhalt frei, ja, für alle, ohne Bezahlung. Und alle Sachen, die im Internet verdienen, ob das Google ist, ob das Facebook, wer auch immer ist, die ganzen Immo-Scout, Autoscout, das sind alles Entwicklungen, die nicht aus den Verlagsbereichen kommen. Ja? Und damit hat man sich selber den ganzen Anzeigenmarkt, nämlich den Rubrikenmarkt, selber zerschlagen. Das geben die Verleger auch, wenn man mit ihnen mal so unter sechs Augen spricht, geben die das auch zu, dass sie es verpennt haben. Eindeutig verpennt, dadurch hat sich, sag ich mal, inzwischen die Einnahmesituation dermaßen geändert, weil natürlich alle Immobilien, Auto und so weiter, die Leute gucken natürlich da und die sind alle weg.
ja, und sie teuer eingekauft werden dann irgendwelche Firmen oder Kooperationen mit irgendwelchen Firmen, um überhaupt das noch anbieten zu können für seine Kunden. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wobei man natürlich das von hinten immer ganz gut sagen kann, ne, von hinten betrachtet. Also wenn man sich mal überlegt, welche Firmen stellen heute Autos her, dann sind wir uns einig, dass da kein einziger Eisenbahnkonzern darunter ist. Ne? Also es sind nicht die ehemaligen Eisenbahnkonzerne gewesen, die das Automobil vorangebracht haben, auch nicht die alten Kutschenhersteller, ne, oder die alten Pferdefarmen. Und ein bisschen ist es jetzt auch so, dass auch jetzt sozusagen die alten Player denn nicht die neuen sind. Und das ist ganz oft bei solchen Umbrüchen so. Das hat ganz verschiedene Gründe. Ich glaube auch, dass es total schwer ist, mit einem Erfolg, wenn, gerade weil Sie sagen, also Sie sagen ja, die geben ja diese hohen Prozentzahlen an, was noch mit dem Printprodukt an Umsatz und Gewinn gemacht wird. Und tatsächlich, gerade das ist eher das Hindernis, das steht einem ja im Wege. Weil man ja immer schaut, erstmal auf das eigentliche, auf sein Kernprodukt, wie es immer so schön heißt. Und darüber kann man schon mal vergessen, sich zukunftsfähig zu machen. Und das ist eben keine Sache, die man dann irgendwann beschließen kann, sondern die muss man kontinuierlich vorantreiben und da muss man dranbleiben. Und dass jetzt zum Beispiel Spiegel Online diese Premium-Position im Online-Geschäft hat, ist ein bisschen Zufall und ein bisschen Glück, dass der Spiegel dran geblieben ist und dass man den Ruhe gelassen hat, die da angefangen haben. Und sie waren halt die Ersten, haben es gut gemacht. Und deswegen sind sie da sowas wie der Platzhirsch auf dem Markt geworden. Das hätte aber eigentlich jeder andere auch werden können, der ein etwas größeres Medienunternehmen gemacht hat mit ein bisschen mehr Power. Und das muss man sich so ein bisschen, deswegen, also ich auch da bin ich nicht so, ich möchte da immer nicht so schnell werten. Ja? Also ich gucke mir das lieber erstmal an. Und ich finde auch, ich finde ganz strukturell gesehen, mit ein bisschen Abstand betrachtet, ist in meinen Augen das Internet eine Qualitätsmaschine. Nämlich weil es Informationen frei verfügbar macht, weil es das Weltwissen frei durchsuchbar macht, weil es die Crowd mobilisiert in jeder Hinsicht, also sei es in solchen sehr umfassenden Objekten wie Wikipedia, sei es ganz konkret unter jedem Artikel, also auch wir als Taz haben da noch Nachholbedarf und arbeiten auch gerade an so einer Verbesserung unserer Leserkommentarfunktion hin zu mehr einer Community-Funktion. Wir wollen das noch besser ausschöpfen. Und wie ich eingangs gesagt habe, das ist wirklich so, das ist einfach, das ist kein Spruch. Es gibt immer einen Leser, der es besser weiß. Und wenn man es schafft, in dieses Gespräch zu kommen, dann wird auch der Journalismus qualitativ viel hochwertiger. Und ich finde, man darf sich immer nicht von solchen Schlagwörtern wie investigativ und so blenden lassen. Es gibt immer diese tollen Geschichten von begnadeten Journalisten, die unter guten Bedingungen tolle Sachen aufgedeckt haben und gemacht haben. Aber so, ich sage mal, für den Alltagsjournalismus, für den Gebrauchsjournalismus, ja, da können Sie jetzt mit unter Zuhilfenahme Ihres Publikums eine Qualität erreichen, die nie zuvor möglich war. Und nur wegen dieser neuen Technik. Und deswegen glaube ich tatsächlich, auf Dauer ist das ein Erfolgsmodell, aber jetzt in dieser Umbruchzeit wird es haufenweise Verlierer geben. Also ich möchte nur mal widersprechen, dass alles nur Qualität ist, was im Netz ist. Ja, also bestes Beispiel, DAPD, ja, die Agentur, ist volle Kanne, weil sie nicht recherchiert haben, einer Internetseite präsidialamt.com auf die Schliche gekommen und mehrere Zeitungen haben das auch ungeprüft in ihre Blätter gebracht, haben irgendwelche Geschichten von Herrn Gauck, die alle nicht stimmten, das war ein Fake, ja, diese Seite, kann man auch in so verschiedenen Branchendiensten jetzt nachlesen. Deshalb sage ich jetzt immer, man muss da schon genau hingucken und auch nicht alles, was in Wikipedia drin steht, ist immer richtig. Aber wo war denn jetzt der Fehler? Entschuldigung, im Internet, da könnten Sie auch gleich sagen, im Weltall, ja, im Zweifel ist das nämlich alles, ja, oder lag der Fehler nicht bei der Nachrichtenagentur DAPD, die einfach eine Quelle nicht geprüft hat. Das heißt sozusagen, derjenige, der hier den Scheiß gebaut hat, das war doch die Agentur. Und ich gehe jede Wette ein, dass alle Medien, die diese Nachricht gebracht haben, in Windeseile haufenweise Hinweise in ihren Lesernkommentar hatten, dass das falsch ist. Ja, und deshalb ist doch nicht jeder Leser gehabt, ja, ein Beispiel gehabt, was ich gerne erzähle, weil es auch für mich persönlich so ein Aha-Erlebnis war, weil das ist ja immer was anderes, wenn man sich sowas abstrakt überlegt und das dann nochmal richtig erlebt. Dieser Amoklauf Winden, ich weiß nicht, das ist jetzt 2-3 Jahre her oder vielleicht schon wieder 4, man wird ja immer älter und geht immer schneller alles. Da hat die Staatsanwaltschaft hinterher verbreitet, dass der Amokläufer eine Seite gehabt hätte,
auf, ich glaube, Krautnet war das, wo er sozusagen schon vorab seine Tat angekündigt hätte und seine Motive dargelegt hätte. Damit hat übrigens die Süddeutsche Zeitung am nächsten Tag aufgemacht. Ja, also ein wirklich, also ein super Qualitätsblatt, wirklich. Ich fand, also das auch, wir würden gerne so unter diesen Bedingungen so super arbeiten können wie bei der Süddeutschen. Wir haben diesen Fehler nicht gemacht, weil wir haben der Staatsanwaltschaft nicht geglaubt. Warum haben wir nicht geglaubt? Ich hatte mehrere Leserkommentare, ich hatte sogar Anrufe in der Redaktion, in der Online-Redaktion, wo uns darauf hingewiesen haben, hey Leute, diese Quelle, die die Staatsanwaltschaft angibt, die ist bekannt für Hoaxes, für eben so kleine Schwindelposts. Ja? Passt auf. Wir haben auf unsere Community gehört und haben diesen Fehler nicht gemacht. Die Süddeutsche hat auf die Staatsanwaltschaft gehört und hat den Fehler gemacht. So, ich finde, das ist einfach ein schönes Beispiel, um klarzumachen, das Wissen liegt da draußen. Und es gibt ganz viele Leute, die es tragen. Und es ist einfach ganz wichtig, das ist übrigens eine der großen, großen Kränkungen, die momentan viele Journalisten durchmachen müssen, dass sie es nämlich nicht besser wissen, weil das ist sozusagen das ist so der Grundgestus des Qualitätsjournalisten. Ich weiß es besser, ja. Ich weiß, was meine Leser lesen wollen. Ich weiß, was sie denken müssen. Und ich weiß, wie die Welt funktioniert. Und alles drei weiß er nicht. Niemand weiß das. Ja, weil wir sind alle in einem großen Annäherungsprozess an die Wahrheit. Und es ist irgendwie für mich ein riesengroßer Fortschritt, dass das, was sozusagen in normalen demokratischen Prozessen passiert, irgendwie auch mal Eingang in die Medien findet. Und das tut es durch das Internet. Also, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass die Printmedien eigentlich, der Verkauf in Printmedien eigentlich häufig darauf fußt, die Leute so ein bisschen dumm zu halten, könnte man plakativ sagen. Also, dass man eben sagt, okay, wir bringen eben nur bestimmte Nachrichten oder nicht überprüfbare Nachrichten, und das kippt eben jetzt dieses Geschäftsmodell. Also ich muss jetzt mal mit Sascha Lobo kommen, ja? Sascha Lobo hat heute im Spiegel Online einen Artikel, weiß nicht, wer ihn gelesen hat, und da schreibt er in seiner Kolumne, die Kommentatoren und selbsternannten Journalisten im Netz sind nichts anderes als, und er rechnet sich selbst zum Teil dazu, als die agieren aus asozialer Selbstbestätigung mit einer pompösen Großmeinung, die sich zusammensetzt aus Fakten, Schnipseln und Datenbrocken. Also er sozusagen kritisiert das und sagt, das ist genau eigentlich nicht das, was uns weiterbringt. Und das, was uns weiterbringt, würde ich aber gerne doch nochmal hier thematisieren. Weil Ihre These, Herr Urbach... Aber das kann ich ehrlich gesagt... Aber Sie reden über was anderes. Also, wir reden nicht über dasselbe. Ich rede über die Leser und Leserinnen. Nein, Entschuldigung, Sie reden über irgendwelche Blogs. Nein. Doch, das ist ganz wichtig. Also Kommentatoren in zu jedem Thema werden Sie irgendwo auf der Welt jemanden finden, der Unsinn dazu erzählt. Ja, und in der Politik sind wir uns sogar einig, dass wir genau wissen, auf welcher Seite sie sitzen. Je nach ihrer Neigung sind es immer die auf der anderen Seite. Ja, und am Stammtisch finden sie auch die Unsinn reden. Und natürlich finden sie die auch im Internet. Ist doch klar. Das Internet ist doch nur ein Spiegel unserer Gesellschaft. Ich rede nicht davon, dass es keinen Unsinn im Internet gibt. Es ist doch, den werden sie überall finden, wo sie genau hinschauen. Ich sage es, sie haben einfach ein paar mehr Quellen als bisher. Genau, und diese paar mehr Quellen, wie fließen die ein? Das ist genau meine Frage. In die Betriebe, die als Medienunternehmen agieren, klassischerweise im Printbereich oder bisher, weiß ich, im elektronischen Medienbereich als Sender oder eben jetzt mit ihrer Online-Spur. Frau Ginsch hat gesagt, Sie müssen beides machen. Sie sagen ja, es geht gar nicht mit beiden. Und Frau Jansen sagt im Gegenteil. Einfach nur das Abdrucken vom Print, also nur das Aussenden vom Print ist vollkommen falsch, sondern es muss eine ganz eigene Kommunikationsstruktur aufgebaut werden, die sich eben durch das Netz ermöglichen lässt oder einfach da ist. Das stellt aber jetzt die Frage, welche Art von Journalismus braucht das? Ist das ein anderer Journalismus? Ist das eine andere Qualifikation als die Qualifikation, die man hat, wenn man ein klassischer, gut ausgebildeter, zur Ausbildung kommen wir gleich, Printjournalist ist? Oder was ist eigentlich die Qualität? Was unterscheidet den Online, jetzt von mir, durch mich lesbaren Artikel im Spiegel Online von dem im Magazin? Sowohl abgesehen davon, dass er dort schneller ist, ja?
Was ist die Anforderung an die Journalisten, damit man diese spezifische Qualität des Netzes, der Netzrecherche, der Auseinandersetzung, der Rückkopplung und so weiter auch qualitativ nutzt? Ich rede sehr viel. Ja, wir reden alle sehr viel, aber... vielleicht gehen wir auch gleich mal ins Publikum. Aber ja, genau, habe ich auch mal gedacht, dass hier vielleicht auch mal Fragen von unten kommen. Nein, ich bin der Meinung, es muss eine vernünftige Ausbildung, also auch die jungen Journalisten müssen eine anständige Ausbildung im Online-Bereich bekommen, müssen sich, also es gibt ja eben, Sie sagten vorhin, Datenjournalismus, das finde ich ganz, ganz wichtig. Da kann man ganz viele Geschichten, sag ich mal, akquirieren mit anderen Leuten, findet andere Leute, mit denen man auch gemeinsam was recherchieren kann. Das finde ich unheimlich gut. Dann gibt es eben auch Hintergründe. Und ich will nur mal nur eins sagen, also nicht immer alles, was Leser schreiben, kann man jetzt verwenden, ja, also da gibt es ja auch eine Menge, die man, also man kennt seine Pappenheimer auch in den Blogs, die wir ja teilweise da drin haben, und manchmal ist es, sind es immer dieselben Leute, die was schreiben, ja, die jetzt, weil sie sich da darstellen wollen, das ist, sage ich jetzt auch mal so, also das, da hat man nicht immer einen Mehrwert davon, aber die Geschichte ist, man muss eben aussortieren, und das gehört doch zu dem Handwerk, was man haben muss, nämlich auch im Internet zu gucken, falle ich auf so eine Seite rein, wie sie präsidialamt.com, ja, und nehme einfach ungeprüft so eine Geschichte, übernehme die einfach. Und da ist es mir jetzt mal egal, ob man da freier oder Festangestellter ist, sondern das ist einfach mein Berufsethos, dass ich dann auch wissen will, stimmt die Geschichte? Ich glaube, dass das... und das hat nichts mit Print oder sonst irgendwas zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, will ich den Leuten auch eine vernünftige also Information rübergeben, und ist das jetzt oder ist das irgendwelcher Blödsinn? Und ob ich das im Internet oder im Print mache, das ist eigentlich völlig wurscht. Das muss fundiert sein, anders aufgemacht, ja, das ist logisch. Ja, erstmal im Online ist erstmal kurzer anderes Text, und dann klickt man weiter und guckt, was ist da, und dann muss man ganz anders arbeiten. Und das müssen die Leute lernen. Das Problem ist aber, dass sich ja jeder... Was gibt es da für Fortbildungsmaßnahmen? Sind die Journalisten von heute tatsächlich fähig, diese besondere Online-Qualität überhaupt zu bringen als Journalisten? Vielleicht also ganz kurz. Ja, kann ich nicht gleich sagen. Also ich denke, dass im Wesentlichen die Ausbildung zum Journalisten an denselben Kernkriterien sich ausrichten sollte und auch im Wesentlichen tut wie immer schon. Ja, es geht darum, ordentlich recherchieren zu können, ein analytisches Vermögen zu haben, also eine Geschichte einschätzen zu können. Es geht natürlich um ein gutes Schreiben, also einmal ein handwerklich gutes Schreiben, und auch darum, verständlich zu sein, aber auch interessant zu schreiben. Und es geht auch nicht zuletzt, finde ich jedenfalls, auch um Haltung. Also es geht darum, sich seiner Rolle bewusst zu sein und auch einer gewissen Haltung zur Welt zu haben. Also sozusagen, ich glaube nicht an sowas wie eine objektive Nachrichtenvermittlung. Es ist total wichtig, sich dessen bewusst zu sein, welche Aufgabe, welche Rolle man spielt, und das auch selber zu reflektieren. So. Darüber hinaus haben wir natürlich einfach ein paar neue Techniken, und die sollte man kennenlernen. So. Und genau wie man eine Weile braucht, ein bisschen Anlauf braucht, um fertig zur Deadline seinen Zeitungsartikel fertig zu haben, bis man das irgendwann im Schlaf kann und geweckt werden kann zu jeder Nachtzeit und irgendwie seine 80 Zeilen in einer halben Stunde runterreißt oder in einer Stunde, gibt es entsprechende Dinge für Onliner, und dazu gehört zum Beispiel mal eine Website zu bauen. Und wenn man schon mal eine Website gebaut hat, dann ist man nicht so naiv zu glauben, dass jede Website, die man sieht, echt ist. Und man muss auch kein besonderes Handwerk gelernt haben. Da braucht man einfach ein kleines Tool wie Netcraft in seinem Browser, und dann sieht man sofort, ob die Seite
neu und gefaked ist oder ob sie schon länger da ist und echt ist. Das geht ganz leicht. Das ist keine Frage von Ethos oder sowas. Das ist einfach eine Frage von den richtigen Techniken. Und es ist natürlich so, die Leute, die da nicht mit groß geworden sind, tun sich ein bisschen schwer, wie mit allem. Also wir sterben alle mit den Moden und den Erkenntnissen und den Erfahrungen unserer Alterskohorte. Ja, es ist total schwer, sich dem zu entziehen, mit dem man selber sozialisiert ist. Und deswegen ist es ja auch so, dass ganz viele Kollegen von mir, also Online-Chefredakteure, ganz bewusst auf junge Leute zielen, wenn sie Online-Journalisten einstellen, weil sie wissen, die sind mit dem Medium vertraut, die benutzen die Kanäle, die sind im Social Web unterwegs, die können eine gefakte Website von einer echten unterscheiden. Und die haben einfach auch einen Zugang zu den Themen. Das ist der ganz simple Grund. Man holt sich die Leute für diese Jobs, die was können. Ich finde im Übrigen, es führt vielleicht ein bisschen zu weit, aber das sei noch bemerkt. Ich finde, es gibt ein ganz großes Problem im Journalismus und wir versuchen es als Taz ein bisschen gerade anzugehen, weil wir, das auf uns auch zutrifft. Also während ja gerade noch pro Quote nicht zu Unrecht die Frage, wie viele Frauen in Führungspositionen kommen, thematisiert und das ist ja sehr unterstützenswert. Also und in der Taz haben wir das auch besser gelöst, glaube ich, wie man den Zahlen entnehmen kann. Aber was wir auch nicht gut machen, ist die Einbindung von Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist tatsächlich eine Bevölkerungsgruppe, die sowieso an vielen Stellen den Anschluss verliert, die auch im Journalismus nicht sehr gut Einstiege findet. Ja, und wir machen da sogar eine Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung zusammen, haben auch Volontäre extra aus mit Migrationshintergrund, die wir jetzt immer häufiger einstellen. Ja, was heißt immer häufiger? Also die wir jetzt versuchen auch ein bisschen uns, weil wir müssen uns da auch ranarbeiten. Und das ist zum Beispiel so ein Defizit, was ich relativ wichtig finde, was so über diese Großdiskussion, wenn wir jetzt über Ausbildung reden, so ein bisschen kurz kommt. Und ich glaube, da haben wir ein viel größeres Problem als an der Stelle, die Sie gerade genannt haben. Was ich immer denke als Freie, also natürlich diese ganzen Techniken, die, also Handwerk ist wichtig, aber als Freie sind eben auch noch ganz andere Sachen gefragt, also Marketing, Selbstvermarkten, Gehaltsverhandlungen und dann zunehmend auch Online-Marketing. Also diese ganzen schmutzigen Online-Marketing-Tricks, weil man plötzlich als Blogger mit diesen Leuten zu tun hat und dann da steht und nicht weiß, was die eigentlich wollen am Anfang und das auch, was ich erstmal einarbeiten muss, damit man sagen kann, okay, das, was ihr da, wofür ihr mir Geld geben wollt, das ist gegen das Telemediengesetz oder es verhagelt mir die Seite in Google oder solche Sachen. Können Sie das mal konkreter machen an einem Beispiel oder so? Ja, also ich hatte gerade letzte Woche eine Anfrage von jemand, der schrieb mir eine nette E-Mail, so nach dem Motto, ja, wir schicken dir einen Text, der passend zu deinem Blog ist und geben dir dafür Geld. Klingt ja erstmal super, sie kriegen einen Text und müssen nichts dafür bezahlen. Jetzt hatte ich das Spielchen schon mal, habe da mal nachgefragt und unten drunter stand auch irgendwie Trainee, Gastbeiträge und Seeding. Da wusste ich schon, worum es geht, nämlich daran, bestimmte Links in Online-Texten zu platzieren für die Suchmaschinenoptimierung auf anderen Seiten. Also dadurch steigt eben die andere Seite in Google. Und dann habe ich ihn halt mal direkt angefragt und habe gesagt, okay, was willst du denn jetzt genau und was willst du für bezahlen, auch aus Neugier. Ich habe mich ein bisschen blöd gestellt und ich habe das übrigens heute auch als Blogbeitrag veröffentlicht, das kann man nochmal nachlesen. Und er hat dann halt auch zugegeben, dass sie damit öfter mal erstmal so die Einleitung so ein bisschen vage halten, um die Leute zu ködern. Und hat mir dann eben auch gesagt, um was es ging. Also sie verlinken den Text dann eben nicht auf das Unternehmen direkt, wie man das normal machen würde mit dem Link vom Unternehmen. Da steht dann eben Unternehmen so und so und Unterrichtsmaterialien. Und um diesen Suchbegriff Unterrichtsmaterialien geht es halt, um das Unternehmen zu diesem Suchbegriff dann in Google hochzubringen. Und solche Sachen, finde ich, die muss man wissen. Und ich glaube, die wissen viele Journalisten nicht, auch wenn sie sich selbstständig machen. Und ich glaube, dass das auch in der Journalistenausbildung immer noch viel zu kurz kommt. Weil wenn ich mir sowas angucke, dass die mit solchen Tricks eben vorwärts kommen, dann sieht man ja, dass es da Defizite gibt. So. Vielleicht, ehe wir nochmal im Detail an die Anforderungen von Journalistenausbildung kommen. Michael, du hast schon recht. Zwei Fragen von draußen. Und wie gesagt, wenn von unten, was nicht wirklich unten ist, Fragen sind, bitte melden einfach, dann gibt es das Mikro, wenn Alice das freigibt. Die einfache Nachfrage an die Taz, an Matthias Urbach. Wie sieht die Bezahlung von Volontären und Praktikanten, Praktikantinnen bei der Taz aus? Das ist eine Frage gewesen, die gerade reinkam. Das zweite, größer gedacht, brauchen wir eine bundesweite Imagekampagne für den Journalismus oder für den Beruf des Journalisten, der Journalistin? Ist aber Zusatz dazu, wenn Sie hier vorne nicht einig sind, was das eigentlich ist, Journalist, Journalistin, wofür soll ich dann Werbung machen oder... Also
Also die, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Praktikanten im engeren Sinne bezahlen. Wir haben das früher so gehandhabt, dass wir denen die Beiträge honoriert haben, die sie geschrieben haben. Und das hat sich aber herausgestellt, dass das sehr schwankend ist und auch in der Regel dann doch mal oft nicht so viel ist, dass wir das irgendwann pauschal gemacht haben. Und das sind jetzt 200 Euro, das ist keine große Summe. Also ich sehe das mehr als eine Aufwandsentschädigung. Volontäre verdienen eine Größenordnung halb so viel wie, also wir haben sozusagen einen ähnlichen Abstand wie normale Verlage zwischen Volontärsgehältern und Redakteursgehältern, was die Volontärsgehälter auch zu relativ niedrigen Gehältern macht. Ich habe jetzt ganz 700 genaue Euro. Zahlen nicht im Kopf, ich glaube es sind 700 Euro. Das ist meine Sinnvoll. Also ja, jedenfalls für Kollegen, die aus Leipzig dem Medienstudiengang kommen, die kriegen 700 Euro bei euch. Ausbezahlt, ja. Nicht brutto. Gut, das ist jetzt wenig, aber gar keine Frage. Aber kommen wir zurück auf diese Frage. Was ist eigentlich heute unter den Anforderungen, die wir jetzt alle nur skizziert haben, ist ja klar, ein richtiger Ausbildungsgang, um tatsächlich dem Journalistenberuf niveauvoll nachzukommen? Was schlagen Sie vor oder wie wird es diskutiert und wie wird der Online-Journalist ausgebildet? Das ist wirklich eine schwer zu beantwortende Frage. Also wir machen bei uns Volontariate da verschiedener Art, aber in der Regel ist es so, dass die Volontäre bei uns den Lauf durchs Haus machen und einen relativ großen Freiraum haben, sich selber auszuwählen und durch welche Abteilungen und Ressorts sie wollen. Es gibt so ein paar obligatorische Sachen. Sie müssen in jedem Fall in die Online-Redaktion, wobei Sie können sich aussuchen, wie lange Sie es wollen. Sie müssen in die Lokalredaktion. Es gibt es gibt so einen Volontärskurs. Es sei denn, es ist dieses studienbegleitende Programm mit Leipzig, wie es bisher war, weil die werden ja dort in Leipzig journalistisch, handwerklich und so weiter nochmal ausgebildet. Neben dem Praktikum, also das ist ja so ein Ergänzungsprinzip, das eine Ausbildung, die sich aus beiden Dingen zusammengesetzt ist. Und ich weiß nicht, das Problem ist, ich kann das jetzt hier relativ schwer das jetzt darstellen, was das jetzt im Detail bedeutet. Also es gibt nach wie vor Ausbildung über Journalistenschulen. Ich bin selber durch eine Journalistenschule gegangen. Was ja. ist der richtige Weg aus Ihrer praktischen Sicht, ist meine Frage. Wenn ich da einen Praktikanten habe und der fragt mich hierzu, ich will Journalist werden, was soll ich machen? Ja? Dann sage ich zu ihm, mach ein ordentliches Studium. Und bitte eins, was mit einem gewissen Nutzwert, nicht so la polar. Ja, na klar. Dann würde ich empfehlen, eine Journalistenschule danach zu besuchen, weil das in der Regel die besten Ausbildungswege sind und weil die auch in der Regel einem schon Kontakte ermöglichen, weil das Allerschwerste in dem Beruf ist, den ersten Job zu kriegen, so den Fuß irgendwo einzukriegen. Und wobei mein allererster Rat ist, überleg dir genau, ob du Journalist werden willst, weil es wird ein Beruf sein, in dem du in Zukunft wenig verdienen wirst und eventuell keinen Job kriegst. Weil das muss man einfach ernst nehmen, wir können ja nicht über Medienbruch und Medienwandel reden und so tun, als wäre irgendwie Journalismus ein toller Job, wo man leicht Geld verdient. Die fetten Jahre, das war irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er. Und die sind vorbei. Da wurden Riesengehälter gezahlt, da gab es so Riesenanzeigenwellen durch diese ganzen Aktien, als das losging mit diesen ganzen IPOs, ja, die ganzen Börsengänge, da gab es unheimlich viele Anzeigen in den Zeitungen, da wurden plötzlich irgendwie die Wirtschaft wurde entdeckt, da wurden Leute gekauft, frisch von der Uni, da wurden Irrsinnsgehälter gezahlt, ist alles vorbei. Und es gibt zu viel Journalisten. Weil in der Breite Jobs verloren gehen, werden Leute überbleiben, die konkurrieren mit denen, die neu kommen. Das ist eine schlechte Situation. Warum soll ich jemanden in so einen sozusagen Schweinezyklus schicken? Ja, also in 10, 20 Jahren sieht es wieder ein bisschen anders aus. Gerade muss man sehr entschlossen sein. Und das Nächste, was ich jedem Journalisten empfehle, ist, sich zu überlegen, er muss in der Lage sein, Selbstmarketing zu betreiben. Weil das gilt ja nicht nur für Blogger, das gilt auch für jeden Journalisten. Und das ist ja auch so eine Tendenz, die auch älter als das Internet ist, die natürlich aber durch die Möglichkeiten, die wir jetzt haben und durch die zunehmende Personalisierung größer geworden ist. Und wenn sie sich nicht verkaufen wollen, also das Verkaufen im Sinne von sich verkaufen, sich vermarkten wollen,
dann, wenn ihnen das nicht liegt, dann hat man einfach ein Problem in dem Job. Und das muss man ganz offen so zur Kenntnis nehmen. Und deswegen bin ich eher so, also ich sage den Leuten, überlegst dir genau, ob du es willst. Und wenn du es willst, überleg dir, was deine Spezialisierung ist. Und ich glaube, dass eine fachliche Spezialisierung, ein gewisser fachlicher Hintergrund viel wichtiger ist als das Handwerk, ganz ehrlich. Weil das Handwerk, das können die meisten Leute lernen, aber so eine fachliche Spezialisierung, die muss man erstmal haben. Weil darum kreist am Ende die Frage, kriegt man eine Stellung, in der man sich wohlfühlt und in der man das machen kann, was man möchte, oder ist man eben in so einer marginalisierten, randfreien Hölle, in die ich nicht geraten möchte und die ich auch keinen wünsche zu geraten. Nee, ich würde das auch nochmal ergänzen wollen. Es ist ja immer dieser schöne Spruch, ich will irgendwas mit Medien machen. Ich bin ganz oft auch an den Universitäten mit unserem DJU Campus, wo wir auch erstmal informieren über Volontärsausbildung, Praktika im Ausland etc. pp. Und also jetzt von der Gewerkschaft aus. Da kriege ich dann auch immer so doch eine Menge mit. Und dann sage ich dann vielen, schminken Sie sich das mal ab. Wir haben zum Beispiel 4 Volontäre im Kurier und wir haben 4 Volontäre in der Berliner Zeitung. Das sind so, die ausgebildet werden. Und in anderen Bereichen ist das manchmal mehr, aber wenn man, also jetzt nicht im Berliner Verlag, sondern in anderen Verlagen, aber da wird auch über die Maßen ausgebildet. Und inzwischen gibt es ja so ganz schräge Sachen, wie zum Beispiel der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag, der Leute nicht nur als Journalisten, sondern auch noch als Verlagskaufleute, also kombiniert ein 3-jähriges Volontariat mit kaufmännischer Ausbildung, damit man das Kaufmännische, also ich sag mal aus dem Verlag natürlich besser versteht, aber da kommt man dann vielleicht auch mal das eine oder andere Mal in Probleme. Und da werden natürlich Leute ausgebildet an der Fachhochschule in Kiel, die eigentlich wahrscheinlich für die Lokalredaktionen da gar nicht zu gebrauchen sind, ja, weil die eigentlich überqualifiziert sind. Vermutlich, weiß ich nicht, aber die bestimmt nicht jetzt nach Nordhorf oder Rendsburg oder wo auch immer aus platte Land ziehen wollen in Schleswig-Holstein. Das ist schwierig und es gab leider auch einen Medienhype, sage ich mal, von Medienstudiengängen in allen möglichen Unis, weil das ja schick und trendy war. Und dadurch sind auch massenhaft Leute ausgebildet worden. Leipzig ist für mich eigentlich das beste Beispiel. Da wird auch über die Massen ausgebildet. Die suchen ständig Volontärsplätze wirklich von Flensburg bis Lindau an Bodensee, weil das einfach zu viele Leute sind. Das Schwierige ist einfach, sich nur darauf zu konzentrieren. Das ist schon ganz richtig, dass Sie sagen, es gibt ja ganz viele Quereinsteiger, wie Sie auch. Sie haben Physik studiert. Wissenschaft ist sicherlich... Kein Quereinsteiger. Ich habe Journalismus studiert, ja, gut, als Nebenfach, Teilstudiengang in Hamburg. Okay. Und ich war auf der Journalistenschule. Aber das ist nicht der Punkt. Aber das ist sozusagen, ich glaube schon, dass Sie eben ohne dieses Studium vorweg, also das ist schon eine gute Voraussetzung. Es muss nicht jeder studiert sein, auch das ist nicht zwingend. Aber Sie kennen die Diskussion über Master und Bachelor. Ich höre jetzt von meinen Volontärsmüttern und Vätern, dass sie einen Großteil der Leute, die das machen, nicht mehr gebrauchen können, weil das alles nur noch schulisch abgearbeitet wird. Also gewisse Kreativität im Studium da fehlt und man jetzt gar nicht mehr so begeistert darüber ist. Das nur jetzt mal nebenbei. Aber wichtig ist, dass die alle Bereiche durchleben bei uns. Auch die Volontäre, die normalen Volontäre, die jetzt ohne Studium kommen, aber die meisten haben schon alle vorher studiert, haben teilweise Praktika ohne Ende gemacht, haben auch schon als Freie gearbeitet und müssen dann aber trotzdem nochmal durch die Mühle Volontariat gehen, obwohl sie wahrscheinlich manchmal schon mehr, also wie ein festangestellter Redakteur eigentlich einsetzbar sind. Das finde ich auch nicht okay. Und die Zahl der Bewerbungen ist natürlich auch immer riesengroß. Das sind oft ein paar hundert und da muss dann Auswahlverfahren laufen. Das ist auch für junge Menschen, sag ich mal, glaube ich, ganz, ganz schwierig.
Selbstvermarktung, sowas bieten die Gewerkschaften ja auch in Kursen an. Man muss das wirklich können. Wie Sie gesagt haben, auch all diese Geschichten, die im Online-Bereich laufen, genauso wie man alle möglichen Gestaltungssachen lernen muss, um eine Website zu machen, die Programme beherrschen. Und das findet halt überhaupt nicht statt in der Ausbildung. Das muss man einfach mal sagen. Man durchläuft im Moment nur bestimmte Ressorts und eben online und dann macht man die beiden Kurse im Volontariat. Das ist einfach zu wenig, um auch den Anforderungen, also wenn man nicht selber affin ist und so Computerfreak, dann ist das schwierig und dann fällt man vielleicht auch auf das eine oder andere rein. Bei uns gibt es zum Beispiel im Konzern, also Dumont, gibt es eine digitale Bildungsinitiative, die kommt natürlich viel zu spät, sage ich jetzt auch mal. Die hätte schon lange da sein müssen. Also allen wurde jetzt allen Mitarbeitern ein Smartphone oder ein Tablet-PC angeboten, den man zur Hälfte des Preises also bekommen kann, damit alle erstmal so affine Geschichten machen und die Printleute da auch mit reinschnuppern. Und es werden jetzt ständig irgendwelche Workshops gemacht, also ob das jetzt zu Facebook ist oder wie. Das, ist ja das Suchmaschinenoptimierung, all solche Geschichten gibt es also auch, die jetzt, also wo die Leute sich freiwillig anmelden können. Also es ist kein Zwang. Aber ich finde das zumindest schon mal ein Einstieg, aber eigentlich zu wenig. Ja, und viel zu spät. Okay, es sind jetzt schon mehrere Fragen. Michael, und dann. Genau, ich habe die eine Frage, glaube ich, einfach zu sehr weggeredet, diese Frage nach der Image-Kampagne für Journalismus, für Journalistinnen oder Journalisten, das wäre nochmal eine Frage ist, bitte? Brauchen wir eine bundesweite Image-Kampagne für den Journalismus? Also ich habe mal zusammengesammelt, vielleicht darf ich dann schon gleich mal dazu überleiten, zu der Frage, was die Perspektive ist. Es gibt ja verschiedene Ideen. Es Aber gibt nicht vergessen. Nein, nein, das ist sozusagen die Erweiterung dieser Frage, ja, gleich mit. Es ist die Frage einer Idee einer Stiftung Qualitätsjournalismus, wo quasi Mittel bereitgestellt werden, wo sich zum Beispiel freiberufliche Journalisten wie einer Projektförderung im Kulturbereich oder so, wenn sie eine langfristige Recherche zu einem Thema machen, zum Beispiel Mittel beantragen können. So ein Vorschlag gibt es. Es gibt die Stiftung noch viel stärker Medientest und noch viel stärker auch die Frage, wie man Dinge mehr belobigt, dass man mehr Preise ausschreibt, dass man mehr intensiv auch recherchiert, was findet man im Netz an qualitativen Journalismus und so weiter. Also, dass man in diese Richtung noch mehr macht. Also, dieses würde ich gerne in Hinblick auf welche Offensive braucht es, um tatsächlich Qualität im Journalismus sicherzustellen auf lange Schritt. Bitte. Ja gut, ich heiße Matthias Tang, ich bin Sprecher der LAG Medien und wollte in eine ähnliche Richtung. Wir hatten am Anfang so ein bisschen die Dichotomie, hier Print da online und Print stirbt. Das kann man ja auch sehen, dass die Zahlen da zurückgehen. Aber jetzt bei der Frage der Ausbildung habe ich das Gefühl, geht es eigentlich wieder zusammen, dass eigentlich die Ausbildung, wie Sie es beschrieben haben, sich gar nicht so groß unterscheidet. Es kommen natürlich Techniken dazu. Man muss heute auch wissen, wie man im Internet recherchiert und was da wie zu bewerten ist. Aber das ist ja eigentlich nur ein weiterer Baustein der Recherche, den man entsprechend braucht. Aber wie kann man denn jetzt, insofern das schließt sich das da an, sichern, dass solche Qualität, dass also ein Journalist weiß, wie eine Quelle zu bewerten hat, auch in Zukunft noch überhaupt bezahlt werden kann. Weil wenn die Zeitungen immer mehr aussterben, der ökonomische Druck enorm ist und sie online noch nicht so viel Geld verdienen können, muss sich ja jemand haben, der bei ihren Kommentaren weiß, der Leser ist ein Spinner und der Leser hat vielleicht einen interessanten Hinweis. Das muss ich ja als Journalist erst auch noch bewerten können und nicht sagen können, ach, einer der Leser wird schon recht haben, super, die Community hat mir einen Tipp gegeben. Ich muss ja immer noch die Quelle nachprüfen und gucken, hat er recht oder nicht recht. Also Ihr Beispiel mit der Staatsanwaltschaft war so eins, wo es gut gegangen ist. Man kann ja auch natürlich auf den Leser oder Kommentator hereinfallen, der eben nicht recht hat. Und wie kann man sichern, dass online wie im Print Journalisten nach wie vor das machen, die Zeit sich dafür nehmen und dafür auch bezahlt werden? Ja, ich denke, da gibt es nicht die eine Antwort, sondern da ist für jedes Medium und für jede Organisation ist die Antwort ein bisschen anders,
glaube ich. Ich kann jetzt für die Tat sagen, dass wir schon versuchen, unser Genossenschaftsmodell zu übertragen jetzt in die Online-Welt. Und wir überlegen uns, wie kriegen wir die Leute dazu, den Content, den wir online umsonst bisher noch, oder weitgehend umsonst, der ist ja ein bisschen unter Geld rein durch Anzeigen, aber das ist nur ein Teil der Kosten, wie wir das realisieren können. Und so eine unserer Annäherungen ist dieses Taz-Zahlig-Modell, wo wir versuchen, unsere Leser dazu zu bringen, zu sagen, okay, wenn sie etwas gut gefunden haben, was sie gelesen haben, sollen sie hinterher dafür bezahlen, damit wir insgesamt dauerhaft weiter offen unseren Content und auch diesen geschätzten Content halt publizieren können. Das wird sehr gut angenommen, sehr gut im Sinne von mit viel Begeisterung. Also wir haben so ein kleines Gästebuch, wo sich die Leute eintragen können und die sind total schöne Kommentare, die freuen sich richtig, das machen zu können. Und bisher sind wir aber da nur an so einem Proof of Concept. Also wir haben damit noch keine Beiträge, die jetzt taz.de tragen würden. Aber wir haben auch noch nicht so richtig ernst gemacht, sage ich mal. Also wir haben bisher, 43.000 Euro eingenommen. Ne, jetzt in dem ersten Jahr. Und das ist eher so eine Testphase. Wir gucken, welche Wege werden angenommen? Verstehen die Leute das? Was muss man machen, damit sie das verstehen? Jetzt haben wir das zweite Laufen, dass wir mal ein Projekt, was mit einer Kooperation von uns, was so ein bisschen nebenher läuft, versuchen, über eine Crowdfunding-Plattform zu finanzieren. Ich glaube, dass da für die Taz einiges drin ist. Ich glaube auch, dass wir so als Marke eine ganz gute Chance haben mit dem, was wir machen. Aber ich glaube, dass dieses Modell für die allermeisten traditionellen Zeitungsverlage, Medienunternehmen nicht wirklich gut funktionieren wird. Ich glaube, die müssen sich andere Sachen überlegen. Und momentan ist ja so die Idee von so einer etwas durchlässigeren Paywall, dass man ein paar Klicks auf einer Seite zulässt und wenn dann die Leute so Dauer-User werden, dann anfängt zu versuchen, sie zur Bezahlung zu bringen. Ich glaube auch, ein guter Weg ist, auf Stiftungsmodelle zu setzen. Ich meine, es gibt eine ganze Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die durch eine Stiftung getragen wird. Das ist eigentlich ein tolles Modell, wenn man das richtig anlegt und wenn das Stiftungskapital da ist. Das muss ja eine gewisse Summe sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass das bestimmte Leute sowas machen, über eine Stiftung so einzelne Projekte fördern. Also wir haben ja auch eine Stiftung als Taz gegründet, die Panther-Stiftung, wo wir eher so auf die Ausbildung gehen. Aber das hat natürlich seine Grenzen und ich glaube auch nicht, dass, ich habe auch so mein Problem damit, wenn dann der Staat da am Spiel ist. Ne? Wir haben ja auch staatlichen oder sagen wir so einen staatsnahen Rundfunk und das ist okay, so in dem Rahmen, in dem wir es haben. Wir haben dazu das GEZ-Modell für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was nochmal eine andere Struktur ist. Also ich meine jetzt eben eher so Deutschlandfunk, Deutschlandradio so. Jetzt nochmal, da gibt es ja das allgemeine öffentlich-rechtliche System. Das ja auch seine Vor- und Nachteile hat, was in jedem Fall, glaube ich, dauerhaft ein Garant sein wird für eine gewisse Qualität im Journalismus, da bin ich ziemlich sicher, deswegen glaube ich auch, dass wir das unbedingt erhalten müssen. Aber auch da wissen wir, dass es einen schmalen Grat gibt auch, sie wollen relevant bleiben, man muss dann bestimmten Content machen, der wiederum bei einigen Leuten dann wieder aufsteht und sagen, für so einen Schund will ich nicht zahlen, also ist auch immer schwer und wir wissen auch, weil das irgendwie reguliert werden muss und wenn es reguliert werden muss, ist die Politik im Spiel und wenn die Politik im Spiel ist, sind politische Interessen im Spiel und das große Problem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist die politische Einflussnahme, nicht? Und Sie können jedem Rundfunkhaus sehen Sie an, welche Partei dort die meiste Zeit den Ministerpräsident gestellt haben, das sehen Sie auch in der Berichterstattung am Bayerischen Rundfunk, am WDR, nehmen Sie irgendwann raus, können Sie überall erkennen. Das ist auch unangenehm, ja? Und wir haben ein Modell, das hat einen großen Vorteil und einen großen Nachteil. Und ich denke mal, deswegen, es wird verschiedene Wege geben und verschiedene Modelle geben. Es wird auch Player geben, die werden sich durch Anzeigenerlöse finanzieren können, da bin ich ganz sicher. Also ich glaube, der Spiegel ist auf einem guten Weg, das online irgendwie hinzukriegen. Jetzt müssen sie nur schaffen, gleichzeitig ihr Printobjekt so stabil zu halten und auch so in die digitalen Kanäle einzuspeisen, dass sie auch da, weil ich glaube nicht, dass sie mit online Print kofinanzieren können. Ich glaube, da müssten sie noch einiges an Reichweite zulegen. Und was die Frage dieser Image-Kampagne für den Journalismus betrifft, naja, eine Image-Kampagne können, glaube ich, einige gebrauchen. Also die Journalisten, ich halte nichts von Image-Kampagnen. Wenn wir machen gute Arbeit, dann werden wir gut angesehen und wenn wir keine gute Arbeit machen, dann werden wir zu Recht nicht gut angesehen. Ich glaube, so simpel ist das. Vielleicht noch ergänzend, dass man sich, was ich auch in diesem Bullreader gelesen habe, dass ja viele Verlage auf Printstrukturen und auf die Vertriebsstrukturen von Print ausgerichtet sind und man sich vielleicht mal überlegen muss, ob diese Strukturen in dieser Form noch beibehalten werden müssen häufig oder ob man da, ich rede jetzt nicht von den Mitarbeitern, sondern wirklich von den Vertriebsstrukturen, ob da nicht Sparpotenziale auch liegen bei Verlagen. Das ist natürlich eine Verlagssache. Also das ist
Also dass man erstmal den Kunden das digitale Produkt gibt, statt der Zeit. Ja. Ja, ich meine, früher oder später wird man da hinkommen, dass immer mehr Leute digitale Produkte haben. Also werden vielleicht einige Printprodukte überleben, aber doch nicht alle. Und deswegen also in unseren Leserumfragen... Zeitungszusteller oder was? Einzusparen, nee. Vertriebsmäßig. Nein, sparen, Sie könnten ja einfach beschließen, Sie könnten ja sagen, also auch wir als Taz könnten das, wir könnten sagen, wir liefern nur noch elektronisch aus. Das ist viel billiger. Viel, 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 viel billiger. Und natürlich könnten wir damit die Kosten erheblich klein kriegen. Aber das Problem ist ja, das sehen wir in unseren Leserumfragen, dass natürlich ein ganz großer Teil der Leserschaft gerne diese Zeitung haben möchte. Die haben sich daran gewöhnt. Die wollen Frühstück mit einer Zeitung aus Papier. Und das können sie nicht einfach abschalten. Und das ist ja auch das Problem. Das wird auch das Problem in 5 bis 10 Jahren sein, wenn das so kippt. Ja? Wenn sie dann irgendwann an so einer Grenze sind, wo sie teilweise digital funktionieren, teilweise immer noch auf Papier, dass sie dann nämlich dann so die Kosten, sozusagen die Grenzkosten immer, also dass einfach das Kostenverhältnis immer schlechter wird, ja. Dass sie sozusagen Fixkosten haben, die gleich bleiben und dass die Margen kleiner werden und auf die Weise wird es immer schwerer, sowas zu finanzieren. Das Problem werden wir alle kriegen. Glauben Sie denn, dass es tatsächlich über kurz oder lang, also die klassische Printzeitung oder auch das Wochenmagazin sich überlebt als gedrucktes, haptisches Produkt wie das Buch? Oder glauben Sie, dass es doch noch sehr lange diesen Bereich gibt? Und wenn wir sagen, in tatsächlich einer nächsten Generation hat sich das so überlebt, dass alle es nur noch online konsumieren? Und ist dann die Frage, dass was ist dann Journalismus dann noch? Und wie macht er sich unterscheidbar von allen anderen Inhalten im Netz? Das ist doch irgendwie die Frage, der wir uns stellen müssen. Und ich hatte noch ein Stichwort mir rausgesucht bei der Vorbereitung. Journalismus als Kulturgut sozusagen ist auch etwas, was diskutiert wird, wo man sagt, also man gibt hier doch ein bestimmtes Prinzip, das mit einer bestimmten Qualitätsmerkmal der Recherche, der Ernsthaftigkeit, der Nachvollziehbarkeit und so weiter versehen ist. Anders als jeder Beitrag, den es sonst gibt. Ja, also ich glaube immer noch an das Printprodukt, dass also jetzt, aber dass beides nebeneinander bestehen bleibt. Man muss ja sich jetzt nur mal angucken. Klar, da ändert sich auch viel, aber was gab es für einen Hype um die E-Books? Also was man da machen könnte. Das Problem ist aber, ich sehe auch E-Paper, was verkaufen Verlage da tatsächlich, das ist ziemlich mau. Ja? Also das muss man einfach mal sagen. Die einzigen, die das einigermaßen auf die Reihe kriegen, online zu verdienen, ist außer Spiegel, ist der Springer Verlag. Der hat sich aber von allen möglichen Sachen, die nicht rentabel sind, getrennt und hat natürlich jetzt online eine saubere Weste und gute Umsätze. Das muss man einfach auch mal sagen. Ich glaube, dass sich der Journalismus nur halten kann, wenn es auch noch Leute gibt, die sich dafür einsetzen. Insofern sage ich mal, es muss nicht eine Imagekampagne sein, sondern man muss einfach auch sagen, will ich nur den Leserreporter, den ich, das ist ja alles völlig krude, wenn Sie die Bildzeitung nehmen, da gibt es Leserreporter, die kriegen 500 Euro oder 250 Euro, wenn sie ein Foto abliefern. Und der Fotograf, der für Springer arbeitet, also als Freier natürlich, der kriegt weniger. Daran kann man doch schon mal sehen, wie krude das alles ist. Also die Verlage jammern ja auch immer auf hohem Niveau. Natürlich hat sich was geändert. Ich nehme jetzt mal die Taz aus. Ja? Aber der Großteil in der gesamten Bundesrepublik hat mit zweistelligen Renditezahlen die ganze Zeit gearbeitet. Dann gab es den Crash 2000, 2001. Und dann war man aber trotzdem schon wieder, vorher ging es nur so steil bergauf. Ja? Und dann schon Mitte 2000er Jahre war man schon wieder auf dem 97er Niveau. Und das Problem ist natürlich, die Werbeleute springen jetzt einfach mehr und das macht das weniger handhabbar. Da gibt es viele andere Konkurrenten wie Postwurfsendungen da, die Beilagen gehen weg. Das macht den Zeitungen natürlich auch Probleme. Das ist so. Ja? Aber auf der anderen Seite
werden ja auch die Preise immer wieder angehoben. Wir haben ja in Berlin noch die glückliche Lage, dass wir hier noch am günstigsten eine Tageszeitung kaufen können, im Gegensatz zum restlichen Bundesgebiet. Also wenn man den Abopreis nimmt, das ist auch eben ein Privileg. Und ich glaube aber, dass das ist, das ist grauenhaft. Was? Das ist ja grauenhaft. Das zeigt ja nur, dass die Preise hier noch kaputter sind als anderswo. Nö, die sind überall höher. Ja, eben. Ja, deshalb verdienen die Verlage, glauben Sie, wo eine Zeitung oder zwei Zeitungen sind, darf ich mal zu Ende reden, wo eine Zeitung oder zwei Zeitungen im Angebot sind, da verdienen die Verlage nach wie vor richtig Geld. Ja, also ich sage, aber das Problem ist doch, dass wenn Sie eine gute Zeitung machen wollen, müssen Sie gute Umsätze machen. Ja, und deswegen ist doch gut, wenn die Preise etwas höher sind. Das ist ja, da gibt es ja auch, also das heißt, es ist ja umgekehrt auch eine Wertschätzung der Leser und Leserinnen, dass die sagen, okay, das ist mir was wert. Ja, deshalb steigt es ja auch alle 10 bis 12 Monate, erhöhen alle Zeitungen ihre Preise. Das ist doch nicht wahr. Also ja, das ist eine der Versuche, die Erlöseinbrüche auf der Anzeigenseite wegzukriegen. Richtig. Ich meine, ich habe ja auch, also ich meine, es geht ja online. Ich denke, das ist eine Wertschätzung. Noch, jetzt möchte ich gerade. Online geht es noch weiter, dass da haben Sie ja nochmal das Problem der Adblocker. Das kommt ja noch on top. Die Leute wollen vielfaches umsonst lesen und wollen dann auch nicht mal die nervige Werbung sehen. Das macht es noch schwieriger für einen. Ja. Also es ist, die Eingangsfrage war ja, ob die Zeitung, also ob das Gedruckte stirbt. Das ist schwer zu sagen. Ne? Entweder ist es so wie mit der, also es gibt zwei Szenarien. Das eine ist das Kino-Szenario, ne? Also Fernsehen versus Kino. Es gibt beides noch, wie wir wissen, und das Kino lebt noch, weil es diesen Eventcharakter irgendwie erhalten hat. Das andere Beispiel ist die Kutsche und das Auto. Ne? Heute fahren Sie mit der Kutsche noch in die Lüneburger Heide, ja, oder wenn Sie heiraten, von irgendwie zur Kirche. Ansonsten ist die Kutsche weg. Und entweder ist also der, und das Auto ist halt das Transportmittel. Also eine der beiden Varianten wird es geben. Und was genau rauskommt, weiß niemand, weil das die Zukunft doch sehr schwer vorherzusagen ist. Aber es ist schon, aber klar ist, dass es deutlich, sehr, sehr viel deutlich weniger sein wird. Aber erstens kann ich nicht erkennen, dass die Zeitung allein der Träger von investigativem Journalismus ist. Im Gegenteil, der investigative Journalismus ist in Magazin und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu Hause. Übrigens ganz interessant, weil das öffentlich-rechtliche Fernsehen noch nie auf Papier gedruckt wurde. Ja? Ich meine, nur mal, um das aus dem Kopf rauszukriegen. Und ich habe einfach ein Problem mit diesem Pessimismus. Ja? Also ich meine, kann sich noch also jemand, den nicht, kann sich noch jemand an die Postman erinnern? Wir amüsieren uns zu Tode. Nein, meine Frage ist eigentlich zum Schluss. Aber das ist halt. Meine Frage ist zum Schluss. Bei diesem Transformationsprozess weg vom Papier ist durch Einnahmen, die aus der Werbung stammen, wie jetzt ja auch, oder durch eigentlich ja Netz kontraproduktive Erlöse, Bezahlung von Netzinhalten, die Zukunft des Qualitätsjournalismus zu sichern? Ja oder nein? Das ist die Frage, um die es jetzt hier geht, denke ich. Und die möchte ich gerne nochmal hier zum Schluss in die Runde stellen. Ja, ich bin der Meinung, dass man alles versuchen muss, also von Crowdfunding, also alles, man muss jetzt erstmal alles gucken, was geht da, ja, also wenn ich eine Recherche machen will, was in Amerika jetzt schon viel gemacht wird, kann ich durch Crowdfunding bestimmte Projekte organisieren. Ich bin genauso offen, auch das mal zu diskutieren, gibt es eventuell eine Presseförderung, so wie in Frankreich oder Norwegen. Frankreich ist ein super Beispiel. Moment. Wahnsinn. Norwegen, da geht es gerade ja um die lokalen, darf ich jetzt mal, in Norwegen geht es darum, weil es eben ein Land, die super affin mit dem Internet sind. Da sind viel mehr Leute im Internet als wir hier bei uns in Deutschland, auch wenn es eben also vom Prozentzahl. Aber trotzdem werden die Zeitungen dort unterstützt, um eben auch in den lokalen Bereichen noch Printprodukte anbieten zu können und eine unabhängige Meinung und Journalismus und eben auch Qualitätsjournalismus. Deshalb glaube ich, man muss alles ausprobieren. Dazu gehört natürlich auch, dass die Autoren daran Geld verdienen müssen. Das sage ich jetzt auch mal so. Ne? Also, dass es wichtig ist, dass man
Was? Bitte? Ja. Genau. Aber dass genau die Autoren, nämlich die Urheber, nämlich auch was bezahlt bekommen. Ne? Und da sind die Verlage ja auch immer sehr nett gewesen, deshalb sage ich mal, indem sie Total Buyout Verträge machen und die Leute abrasieren, dadurch kommt auch teilweise die Situation, warum freie Journalisten so schlecht bezahlt sind. Aber deshalb ist es wichtig, dass man alles das probiert. Man muss alles versuchen, im Moment das zu machen. Das Internet ist nun mal, sag ich mal, seit 20 Jahren ändert sich immer wieder. Ich musste mich auch verändern. Ich habe auf der Schreibmaschine angefangen, da gab es noch keine Handys. Ich habe heute ein Handy, ich habe einen Laptop, ich habe einen PC, ich habe das, jeder muss sich ändern. Also insofern, dass sich Bedingungen nicht geändert haben in den letzten Jahren oder in irgendeiner Generation, das halte ich jetzt für Quatsch. Deshalb glaube ich auch, dass Printjournalisten und dieser Quatsch immer von Onlinern und Printjournalisten, ich bin ja überhaupt, kein Mensch ist dagegen, sondern es geht darum, beides zu tun. Und man muss aber das vernünftig machen. Es geht bloß nicht die Billigvariante. Ich weiß nicht, wie viele Online-Redakteure haben Sie bei sich? Bei Ihnen in der Taz? Wir haben bei uns in der Taz momentan 11 Online-Redakteure. Das ist ungefähr ein Zehntel der Gesamtredaktion. Mhm. Online geht der gesamte Content der Zeitung mit rein. Also wir haben in diesem Sinne ja jetzt keine richtige Trennung zwischen Online- und Printredaktion. Wir arbeiten verzahnt und nennen Sie das einfach eine zweite Vertriebsspur, nehmen da ein. Und insofern geht das auch auf. Aber das ist sozusagen auch im anders können wir es auch gar nicht, weil wir anders gar keinen konkurrenzfähigen Online-Auftritt machen können. Ja, richtig. Ja. Deswegen ist das ja auch wichtig. Sag ich mal, auch, dass da die Anzahl, es muss ja die Zahl und die Printjournalisten müssen halt auch die Zeit haben, weiterhin Recherchen machen zu können. Ja, aber Sie auch, aber das ist, den Sie Online, da, aber jetzt, nein, das will ich nochmal sagen, Moment, aber Sie waren doch eigentlich fertig, oder? Nee, weil das ist, okay. Das ist doch der entscheidende Punkt, ja? Der entscheidende Punkt ist dieses, das ist das Problem in der ganzen Debatte. Ich meine, sind wir am Ende, ja, aber jetzt Sie ist, haben mich das, ja, ist das eigentliche Problem. Dieses, nein. es muss doch geben. Irgendwie sozusagen dieses, Journalisten zu behandeln wie irgendwie ein Ocelot oder wie so ein Gepard in der Steppe, irgendwie so eine seltene Krötenart, die gerettet werden muss. Das, was uns total im Weg steht in Deutschland, ist sozusagen diese Angst davor, die Angst vor Veränderung. Dieser ewige Drang, alles in Naturschutzparks einzuhegen und inklusive der Presse, und dieser Glaube, dass wir die vierte Gewalt wären und schon deswegen schützenswert. Und dann soll man Förderung der Zeitung, ja? Warum fördern wir nicht den Online-Journalismus direkt? Warum suchen wir uns nicht irgendwie interessant, wenn wir schon was fördern wollen? Was ich nicht verstehe ist, das klingt für mich so nach Steinkohleförderung. Ja, nach aber wen wollen Sie denn Holzmann da fördern? Retten. Danach klingt das für mich. Und es ist sozusagen, nur weil wir das Alte besser sehen können, weil es größer, fetter und gewohnter ist, ist es nicht so, dass man das irgendwie hegen muss. Und das ist wirklich einer der ganz, ganz großen Fehler in dieser Debatte. Also und ich verstehe, dass die Verlierer, Frage, gerade wenn es viele sind, meine Frage es immer schaffen, war eine andere, sich zu organisieren. Und die würde ich jetzt sehr gerne beantwortet bekommen. Nämlich die Frage, wie es gelingt, qualitativen Online-Journalismus zu retten oder zu sichern, retten ist das blöde Wort, sondern dem Gericht, dem Journalismus gerecht zu werden, in Zeiten, wo eben tatsächlich die Schwelle für Online-Angebote zu bezahlen extrem hoch ist und die Werbeeinnahmen jedenfalls in dieser Form noch nicht vorhanden sind. Das ist doch die Frage, um die wir uns kümmern. Also wie sichere ich nicht durch Quersubventionierung, sondern wie sichere ich langfristig, dass tatsächlich Journalismus online den Stellenwert hat, den wir ihm zubilligen wollen, denke ich, der aber dann sich auch finanziell trägt. Und da ist natürlich die Netzgeschichte eigentlich per se kontraproduktiv. Das ist die 1 Million Euro Frage, auf die es bisher keine Antwort gibt. Genau. Und die Tatsache, dass es übrigens den Zeitungsverlegern nicht so geht wie der Musikindustrie, liegt nur daran, dass wir unseren Content umsonst ins Netz gestellt haben. Nur um das mal auch gleich auszuräumen, diese Vorstellung, es wäre besser gelaufen, wenn wir von vornherein Geld verlangt hätten. Ganz im Gegenteil. Ja, es wäre viel schlechter gelaufen. Sie könnten überall Zeitungen downloaden wie heute Musik und wir hätten keine Kundenbeziehung mehr mit den Leuten, die jetzt im Internet Nachrichten konsumieren wollen. Jetzt haben wir wenigstens die Kundenbeziehung.
wie wir es irgendwann schaffen, die auf einem vernünftigen Niveau irgendwie in Einnahmen umzuwandeln. Das ist die große Preisfrage. Da gibt es viele Ansätze. Ich hatte sie, glaube ich, vorhin schon mal versucht zu skizzieren, welche Wege es da gibt. Und da gibt es leider noch keine endgültige Antwort. Das weiß niemand. Das weiß alle ringen momentan um dieses Problem. Und es geht am Ende um die Frage, was ist den Leuten Journalismus wert? Ich persönlich bin da sehr positiv. Ich glaube, dass der Mensch ein neugierig ist und ein natürliches Informationsbedürfnis hat, das er befriedigt sehen möchte. Und ich glaube, dass die Leute dafür sorgen werden, zumindest in einem so vernünftig strukturierten Land wie Deutschland, dass sie auch auf Dauer ihre Nachrichten kriegen werden, auf irgendeine Weise. Und trotzdem bitte ich darum, nicht auf die fettesten Verlierer zu hören, die am lautesten schreien. Die stehen nur im Weg. Und dahin gehen dann wieder die Millionen, die man wirklich investieren könnte in sinnvolle Sachen. Was heißt denn jetzt? Ich wollte mich gerne mal einschalten aus dem Publikum, damit wir auch mal zu Wort kommen. Mein Name ist Antonia Simon, ich bin Sprecherin der LRG Kultur. Ich habe mich auch so ein bisschen gestört an dem Begriff Qualitätsjournalismus. Ich bin selber tätig als Redakteurin für ein Printprodukt, ein Kunstmagazin, mit viel Zeit und wenig Tempo, weil wir nur zweimal im Jahr erscheinen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, jungen Leuten zu sagen, da stimme ich mit Herrn Urbach überein, dass man, und ich denke, das ist Qualitätsjournalismus, Fachwissen zu haben. Ich glaube, dass Herr Urbach sehr viel besser über Photovoltaik schreiben kann als ich, aber ich vielleicht besser über Kunstmarkt, weil das mein Gebiet ist. Und das ist das Allerwichtigste. Und wenn ich jetzt 3 Jahre aussetzen musste, weil mein Kind gerade 3 Jahre alt geworden ist und es auf einmal alles von Social Media sprach und ich davor noch gar keine Ahnung davon hatte, dann muss ich mir diese neue Techniken einarbeiten. Und ich denke, das sind die zwei wichtigen Sachen, die neuen Techniken, aber auch noch viel wichtiger das Spezialwissen. Weil die Zeit für Recherche haben wir nicht mehr und wenn man dann hat man nicht viel Zeit, um sich da reinzudenken. Das ist nur ein Kommentar aus dem Publikum. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt die Wortmeldung und dann hier nochmal eine schlusskommentierende Runde für alle auf Frau Jahn. Ja, hallo. Tina Nowak, mein Name. Ich bin Leserin im Internet und in der Zeitung. Und ich würde mir wünschen, dass beide zusammenarbeiten. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass hier Krieg herrscht und keine Diskussion. Und ich wollte Ihnen auch gratulieren, Sie haben die richtigen Tabletten genommen. Ja, ich bin Uta Belkius und ich weiß nicht, ob ich eine relevante Zielgruppe bin, aber ich würde zum Beispiel fürs Internet bezahlen, wenn meinetwegen 20 Euro im Monat oder irgendwie so wäre mir recht, wenn ich eine Alternative zu Wikipedia hätte und eine Alternative zu Spiegel Online. Und ich will auch nicht die Taz als Printversion im Internet lesen, aber ich würde durchaus sagen, meinetwegen, wenn ich da recherchieren kann nach bestimmten Fakten, wo ich weiß, die sind abgesichert, die kann ich für meine Arbeit nutzen, dann wäre das super, das würde ich sofort machen. Oder wenn ich auch, ich kriege auch so verschiedene Pressespiegel, da kann ich mir auch überlegen, ob ich die täglich haben will oder wöchentlich. Ich habe mich für wöchentlich entschieden, weil täglich brauche ich nicht, ja. Also deswegen, ich bin auch eher ein Magazinleser, aber das wäre für mich interessant, ja. Und dann würde ich sagen, bin ich dabei und weiß nicht, ob sich das ab einer bestimmten Leserschaft lohnt. Und dann hätte so eine Zeitung vielleicht auch ein Modell, also keine Ahnung. Aber doch vielleicht voraus mehr öffentliche Anerkennung für gute Recherche und gute Schreibe. Also wir und die Daten der Taz gehen ja auch in Datenbanksysteme, die wir auch verkaufen als solche, also in Wissensdatenbanken, die man auch so recherchieren kann, wie sie das möchten. Jetzt habe ich ein bisschen so einen Film. Soll ich nochmal auf die letzte Frage noch was sagen? Aber ich habe das Gefühl, eigentlich ist alles gesagt. Ich wollte nochmal betonen, dass das Salz-Lutschpastillen sind und keine Streitlustmittel und auch keine verbotenen Substanzen. Nicht, dass es hier Missverständnis gibt. Und ich glaube auch nicht, ich glaube, dass man, also ich habe gehofft, dass die Diskussion jetzt lebhaft genug war, dass Sie was daraus mitnehmen können. Ich glaube, es ist ganz gut, die Punkte zu schärfen und ein bisschen zuzuspitzen, um das rauszuarbeiten. Und ich glaube, es gibt keinen Krieg, aber tatsächlich gibt es einen Konflikt. Und das ist vielleicht auch weil Sie haben einfach momentan eine Situation, wo die Marktlage schlecht ist und wo Sie jede Menge Verlierer haben. Und es ist wirklich ein bisschen so wie mit dem Steinkohlebergbau. Und da ist was dran an dem Bild und dann müssen Sie sich halt fragen, wollen Sie jetzt in den Steinkohlebergbau noch ganz lange investieren oder vielleicht doch ein bisschen in Photovoltaik?
Und da müssen, die geht ja auch da müssen die Pleite. Müssen sozusagen die Alternativen geschärft werden, und das ist oft nicht so einfach. Und wir sind ja heute zum Glück nicht in die Urheberrechtsdebatte gegangen, aber das ist nämlich so ein Beispiel, wo man nämlich merkt, dass die Verlierer versuchen, auf zu Lasten der Autoren ihre Positionen zu sichern. Und genau solche Effekte haben sie dann, wenn man eben zu sehr auf, ich sage mal, das Althergebrachte setzt. Ja. Also um es nochmal zu sagen, ich glaube nicht, dass Leute im Internet nur Müll lesen wollen. Ich glaube wirklich, dass die Leute im Internet auch vernünftig recherchierte Artikel lesen wollen und dann vielleicht auch in der Hoffnung auch, da hoffe ich auch, dass sie dafür bereit sind zu bezahlen. Aber dieses Vorurteil, was immer so gegen das Internet gegeben wird, dass die Leute einfach nur platte Sachen lesen wollen, das glaube ich nicht. Und ich glaube, dass die Leute auch durchaus in der Lage sind, immer mehr, auch durch das Internet immer mehr in der Lage sein werden, zwischen guten und schlechten Artikeln, Beiträgen zu unterscheiden. Ja, Sie haben den Krieg angefangen, nicht ich. Sie machen mich immer zum Verlagsbüttel hier. Sie sind die Taz ist genauso ein Verlag, und die macht auch doch mal ab und zu positive Ergebnisse. Und alle müssen irgendwie was verdienen, und dadurch verdienen natürlich auch die Journalisten, damit sie nämlich logischerweise auch etwas recherchieren können, ob nun im Internet oder für die Printbereiche. Die wichtigen, ich habe das nur mal aufgezählt, ich habe nicht gemeint, dass das richtig ist, ob Presseförderung, ne? Da sind Sie mir schon ins Wort gefallen, sondern ich will nur mal sagen, natürlich gibt es auch jetzt eine Förderung, worüber man sich unterhalten muss, nämlich, dass da nur der halbe Mehrwertsteuersatz bezahlt wird. Ich habe jetzt gerade gelesen, der BDZV richtet sich gerade darüber auf, dass die Seminarveranstalter Vergünstigungen haben, weil sie jetzt irgendwie Seminare anbieten wollen. Gleichzeitig sind sie aber gegen Mindestlohn, insbesondere bei den Zeitungsausträgern. Da stimmt überall alles nicht. Und man versucht halt irgendwie auf Kosten, sag ich mal, auch der Angestellten das zu machen. Das hat natürlich dann wieder was damit zu tun. Habe ich nachher in den Zeitungen nur noch Leute sitzen, oder auch in den Magazinen, habe ich dann nur noch Leute sitzen, die produzieren. Also die machen nicht die Recherche, sondern die produzieren. Und habe ich dann schlecht bezahlte Tagelöhner, Reihe sind und irgendwie sehen müssen, wie sie über die Runden kommen. Und das darf eben nicht sein. Deshalb gibt es ja unter anderem auch die Initiative Qualität, wo sich sowohl die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, aber auch die Gewerkschaften, die Journalistengewerkschaften stark engagieren und noch verschiedene andere Verbände, damit eben auch da das noch hochgehalten wird. Denn Netzwerkrecherche, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, was ja auch ein Zusammenschluss von vielen Journalisten ist, die bieten ja auch gerade solche Geschichten an, ob das Datenjournalismus ist, ist jetzt gerade die Jahrestagung. Das ist wichtig, dass man neue Wege geht. Ich weiß, keiner weiß die Lösung, ja, ich weiß sie auch nicht. Man muss alles versuchen, wie man das erhalten kann. Und wir haben natürlich insgesamt ein Problem, weil die Internet, alle sind User und alle wollen natürlich nichts bezahlen. Ja, das ist genau das Problem, sag ich mal, insgesamt. Aber auf der anderen Seite bezahlen wir für alle anderen Dinge was. Wir wollen einen freien Zugang zum Netz. Das ist alles schwierig. Und da werden wir uns wahrscheinlich noch die nächsten Jahre dran reiben. Gut, also Streit ist, denke ich, immer gut, um sich den Themen anzunähern. Ich würde einfach sagen, wir sind uns einig in der Frage, nur das Gute setzt sich durch. Also wo auch immer. Jedenfalls, dass es eine hohe Qualität braucht, um gerade auch durchs Internet so durchzustoßen, dass wahrgenommen wird, das sozusagen auch zu identifizieren, zu kennzeichnen, das wird, glaube ich, die Zukunft Aufgabe sein. Also von daher sind wir uns, denke ich, in dem Punkt, ob es Qualitätsjournalismus heißt oder nicht, ist mir jetzt ehrlich gesagt wurscht. Wir wollen guten Journalismus im Netz oder auf dem gedruckten oder im Äther. Mir ist es ehrlich gesagt relativ egal. Ich möchte es nur weiter haben, weil ich doch denke, es ist nicht vierte Gewalt, aber es ist ein konstituierender Bestandteil von Demokratie und gesellschaftlichem Diskurs. Und von daher hoffe ich, an der Stelle sind wir uns wenigstens in dem kleinen Bereich konsensual einig, und ich denke, alles Weitere beim Biergarten und
Ich übergebe jetzt an Michael, bitte. Genau, zwei Fragen sind offen geblieben, denke ich, hoffe ich. Die eine Frage heißt, was ist das überhaupt in dem Reader, was sind das für komische Zeichnungen da unten rechts am Rand? Das ist Daumkino. Für eilige Spiegel-Online-Leser ist das die Zusammenfassung des Readers, andersrum blättern, von vorn nach hinten. Und wer das die Technik nicht drauf hat, im PDF downzuladen bei uns auf der Seite, lässt sich viel schöner angucken. Ich krieg's nämlich auch nicht hin. Das zweite ist, gibt's hier was zu trinken? Ja, draußen steht was zu trinken. Herzlichen Dank für die Diskussion. Applaus